Das kann doch echt nicht wahr sein. Wo bleibt der denn jetzt? Er sollte schon längst vor 10 Minuten hier sein. Oh, der weckt doch Papa auf. Oh, Steve, wenn du mal einmal pünktlich sein sollst, kommst du halt unpünktlich. Das kann doch echt nicht sein. Normalerweise bin ich der unpünktliche Typ. Julian, was ist denn jetzt? Ist Steve jetzt schon da oder nicht? Wir müssen schnell verschwinden, das weißt du. Anna, möchtest du mir nicht einfach mal erzählen, was jetzt hier los ist? Also die ganze Zeit, seitdem ich schon da bin, bist du total hektisch und auch panisch und ich weiß echt nicht, was los ist mit dir. Philipp, alles zu seiner Zeit. Wir müssen jetzt einfach nur zusehen, dass Steve hier hinkommt und dass wir dann ganz leise verschwinden können, alle. Ich werde euch das alles gleich schon erklären, keine Sorge, aber wir müssen kurz noch auf Steve warten. Hallöchen, der Steve ist da. Klingeling, warum macht denn keiner auch auf? Steve, hey, psch, nicht klingeln, sei leise, sei leise. Julia, tut mir leid wegen der Verspätung, aber ich dachte mir, ich gehe noch kurz ein Eis essen und dann komme ich vorbei. Und naja, jetzt bin ich da. Was? Du bist ohne mich ein Eis essen gegangen? Also das kriegst du sowas von zurück, aber das ist jetzt egal. Wir haben was ganz anderes zu besprechen. Jetzt komm ganz, ganz leise mit. Wir müssen nach oben, wir müssen was ganz Wichtiges besprechen. Wir wissen noch nicht, wie wir den Plan durchziehen, aber komm einfach mit. Oh, endlich, da ist er ja. Wir gehen jetzt in mein Zimmer und besprechen alles, mir nach. Also ganz ehrlich, Hannah, ich weiß wirklich nicht, was los ist. Ich dachte, wir machen uns hier einen chilligen Nachmittag, aber nein, du bist wieder total panisch. Philipp, hör auf, dich zu beschweren. Wir müssen was ganz, ganz Wichtiges besprechen. Los, alle zur Einsatzbesprechung in Hannas Zimmer. Ja gut, jetzt sind wir hier. Können wir jetzt mal die Sachen besprechen, die ihr besprechen wolltet? Wahrscheinlich ist es wieder was total Unwichtiges. Also Philipp, das ist wirklich eine ganz ernste Sache. Also wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder verstecken wir uns irgendwo, sodass man uns nie wiederfindet, oder wir hauen von zu Hause ab. Also ich wäre eher für den Plan, dass wir von zu Hause abhauen für die nächsten paar Wochen und dann irgendwann wieder zurückkommen. Anders geht es in dieser Situation einfach nun mal nicht. Ich glaube, Julian, du hast recht. Ja, wir schnappen uns jetzt einfach ein paar Sachen und dann verschwinden wir. Und Steve und Philipp, es wäre lieb, wenn ihr uns helfen würdet. Ja, okay, aber was ist denn passiert? Habt ihr irgendwie für was Ärger bekommen? Oder ich verstehe das nicht. Also, wenn es wirklich hart auf hart kommen sollte, könnt ihr auch gerne bei mir wohnen. Ich nehme natürlich Miete, aber das wäre kein Problem. Aber könnt ihr mir mal nicht erzählen, worum es denn jetzt heute eigentlich geht? Warum seid ihr denn so panisch und wollt von zu Hause weg? Oh, Steve, es ist einfach was ganz Schreckliches. Papa hat erfahren, dass ihr kommen wollt und er möchte für uns kochen. Und ihr wisst, was das heißt. Oh Mann, oh. Ich habe ja total verschlafen. Ich wollte doch für die Kinder Spiegeleier machen, aber natürlich. Heieiei, die Kinder werden sowas von enttäuscht sein, wenn ich denen jetzt keine Spiegeleier heute Nachmittag mache. Ich meine, ich habe es denen versprochen, weil die auf Philipp und Steve vorbeischauen wollten. Also Martin, streng dich jetzt an. Ich werde heute neue Spiegeleier machen. Ja, ich werde ganz, ganz viel Pfeffer noch reinpacken. Los jetzt. Oh nein, oh nein, oh nein. Hannah, er ist schon wach. Oh, was sollen wir nur machen? Oh mein Gott, ich glaube, das werden wir nicht überleben. Niemals. Oh nein. Also ganz ehrlich, ihr beiden, darf ich mal was sagen? Warum stellt ihr euch immer so an, wenn euer Vater Spiegeleier vor euch macht? Also, so schlimm ist das doch nicht. Ja, ich meine, ich habe die Spiegeleier schon mal gegessen und die sind echt lecker. Weißt du was, ich gehe jetzt zu eurem Vater. Herr Vogel? Nein, auf gar keinen Fall. Nein, bleib hier. Mach das nicht. Ach, das sieht doch super lecker aus. Oh, ich werde auch Claudia überraschen, wenn sie damit einmal wieder zurück ist. Kinder, die Spiegeleier sind fertig. Oh nein. Es ist wirklich zu spät. Ja, also. Was sollen wir tun? Hannah, du warst wirklich eine liebe Schwester, aber das werde ich nicht überleben. Kinder, wo bleibt ihr denn? Die Spiegeleier werden noch kalt und heute gibt es eine ganz spezielle Kreation für euch. Oh, das wird sowas von lecker. Papa, es tut mir wirklich leid, aber es muss jetzt mal gesagt werden. Hannah, nein, tu es nicht. Du weißt, er wird am Boden zerstört sein. Oh, vielleicht will er dann von zu Hause abhauen. Wobei, doch, sag es. Oh, Julian, es muss jetzt einfach raus. Wie sollen wir ein Leben so weiterleben? Du hast recht. Papa, wir möchten deine Spiegeleier nicht essen. Nie wieder, hast du verstanden? Wie bitte? Ihr wisst ganz genau, dass meine Spiegeleier das Einzige sind, was ich auch wirklich kann. Und ihr wollt sie nie wieder essen? Oh, das tut jetzt weh. Ja, Papa, ich weiß, es tut wirklich weh. Aber die Spiegeleier, das kannst du uns nicht antun. Nicht schon wieder. Seitdem Mama weg ist, gibt es fast jeden Tag nur noch Spiegeleier. Können wir nicht draußen essen? Also, Herr Vogel, ich mag Ihre Spiegeleier. Die will ich gerne essen. Jetzt wirklich? Jetzt bin ich erleichtert. Ja, und auch ich hätte kein Problem damit. Also, ich verstehe auch nicht, warum Julia und Hannah sich ständig so anstellen. Ja, hört ihr das, Kinder? Und das sind noch nicht mal meine eigenen Kinder. Und die wollen sogar das Essen, was ich hier super, vorbereite. Danke für eure Unterstützung. Danke, Leute. Mann, wie kannst du uns so in den Rücken fallen? Papa, also ich hätte einen Vorschlag. Können wir vielleicht nicht heute mal draußen essen? Ja, von mir aus, wir können draußen essen. Aber wisst ihr was? Ich werde es nicht bezahlen. Wie wär's denn, wenn wir das von unserem Taschengeld bezahlen? Wir können doch alle zusammenlegen. Anna, dein Ernst? Mein Taschengeld? Niemals. Oh, Julian, oder willst du Spiegeleier? Okay, lass uns draußen essen. Oh, ich hätte da sogar was. Also, ich habe ein neues Restaurant entdeckt. Und das soll wohl gar nicht so schlecht sein. Wie wär's, wenn wir einfach dahin gehen? Kommt mit. Aha, das ist also ein neues Restaurant. Hat das überhaupt schon geöffnet?
Also, im Internet stand, dass es schon geöffnet ist. Bist du dir sicher? Also, es sieht noch ziemlich leer hier aus, Philipp. Also, wenn ich hier mal rumgucke, sehe ich hier nur einen Tisch, paar Stühle. Und was ist das denn? Brot, Ketchup und paar Würstchen. Mehr nicht? Tja, Kinder, ihr wollt es halt so. Und wir bleiben jetzt hier in diesem Restaurant. Es gibt das zu essen, was hier heute auf den Tisch kommt. Mir egal. Ihr wolltet es halt so. Ja, ja, ist ja gut, Papa. Lieber das als deine Spiegeleier. Kommt, Leute, wir setzen uns einfach. Oh, toll, ist das jetzt euer Ernst? Es gibt doch nicht mal genügend Stühle in diesem Restaurant. Wo soll ich mich jetzt hinsetzen? Oh Mann, das ist bestimmt mit das schlechteste Restaurant, in dem ich jemals war. Warum hat das denn keiner gesagt? Ein bisschen komisch ist das schon, Philipp. Also ich sehe hier keine Kellner, ich sehe niemanden, keine anderen Kunden. Und die Theke da, die ist auch fast leer. Also da sind nur Würstchen, Ketchup und Brot. Tja, jetzt wünsche ich euch meine Spiegeleier, ne? Ja, aber die sind jetzt schon weg. Ich musste sie wegschmeißen, weil ich nicht alles essen konnte. Ich werde mal im Internet nachschauen, wie viele Bewertungen schon dieses Restaurant hat. Mal gucken, was da steht. Oh, guck mal, also dieses Restaurant hat so 500 Bewertungen und davon, oh, die haben alle nur einen Stern gegeben und schreiben, dass es richtig schlecht ist. Oh Mann, jetzt wirklich 1 von 5 Sternen. Oh Mann, werden wir das hier überhaupt überleben? Jetzt sage ich's. Also ich wünschte doch, wir hätten jetzt die Spiegeleier. Warten wir doch einfach mal ab. Also vielleicht, weil es halt neu eröffnet ist, vielleicht sind die Sachen halt irgendwo anders. Und wahrscheinlich ist die Chefin hier auch ziemlich nett oder der Chef. Oh Mann, jetzt schon Kunden, was machen Sie denn hier? Ich wollte gerade Pause machen. Oh Mann. Also das Restaurant gehört der Mutter vom großen Julian. Oh, ich hoffe, der arbeitet nicht hier. Oh Mann, der spuckt mir doch bestimmt in das Essen. Oh, was wollt ihr hier? Wollt ihr was essen oder wollt ihr direkt wieder gehen? Wir würden gerne was essen, wenn Sie was da haben. Also vielleicht die Mittagskarte. Ja, wir nehmen was von der Mittagskarte. Oh, Mittagskarte, sowas habe ich nicht. Mann, also ja, jetzt ist das anstrengend. Jetzt muss ich mir irgendwas ausdenken. Ja, gut. Papa, ist ja gut. Wer weiß, was es hier zu essen gibt. Können wir jetzt nicht nach Hause? Dann esse ich auch deine Spiegeleier. Ach so, jetzt auf einmal. Nee. Wir bleiben jetzt hier. Mit eurem Taschengeld wird hier mein Essen bezahlt, damit das klar ist. Und ob es gut oder schlecht ist, das ist mir sowas von egal, Julian. Oh nein, die schreiben hier, dass diese Essenskombinationen richtig verrückt sein sollen und richtig eklig. Oh nein. Oh, wir sind, glaube ich, wirklich im schlechtesten Restaurant von Playmobil City oder der ganzen Welt. So, euer Essen ist jetzt auf dem Tisch und jetzt lasst mich in Ruhe. Ich will Pause machen. Unser Essen? Leute, guckt euch das mal bitte an, was auf dem Tisch drauf ist. Oh Mann, ich glaube, ich werde mich übergeben nach dem Essen. Also ich muss schon sagen, das sieht ziemlich interessant aus, was wir hier haben. Was ist das? Ein Salat? Nach was sieht das denn wohl aus? Natürlich ist das ein Salat. Wie bitte? Also die Blumen, das sind doch Blumen. Ja, ein bisschen Grünzeug, aber das habe ich doch eben vor dem Laden gesehen. Das kann man doch nicht essen. Bist du hier der Koch oder bin ich hier die Köchin? Also, das ist eine Delikatesse und jetzt rein damit. Oh, naja, ob das so gut ist, weiß ich jetzt wirklich nicht. Aber die Kinder sollen eine Lektion hier erteilt bekommen. So, und das hier ist doch eine Delikatesse von meiner Mutter. Ein altes Familienrezept. Knoblauch mit gar nichts. Dann habe ich hier noch 2 Wochen alte Popcorn mit Wurstwassergeschmack. Boah, ich glaube, mir wird gleich schlecht, Papa. Das kann doch keiner essen. Oh, das ist sowas von eklig. Mir wird schon vom Geruch ganz schlecht. Naja, und das hier ist eine Eigenkreation. Ich dachte mir, wenn es Ananas mit Pizza gibt, dann kann man auch Wassermelone mit Pizza essen. Guten Appetit! Oh Mann, Popcorn mit Wurstwassergeschmack? Das ist ja absolut eklig. Aber ich muss es probieren. Oh Mann, sind denn zumindest die Getränke normal oder was ist da los? Ach, ich glaube, das ist Orangensaft und Apfelsaft. Ich glaube, alles gut. Ach, sowas führe ich nicht bei mir im Restaurant. Nein, das ist Sauerkrautsaft und rote Beetesaft. Ah, Papa, bitte, tu uns das nicht an. Das kann man doch nicht essen. Tja, Julian, so ist das. Ich meine, vielleicht ist das wirklich interessant. Wassermelone mit Pizza. Ich meine, Ananas mit Pizza geht ja auch. Und ich schnapp mir jetzt mal die Popcorn hier. Die sind bestimmt lecker. Das gibt's doch gar nicht. Popcorn mit Wurstgeschmack. Ich probier mal. Also ich glaube, mir wird ein bisschen schwindelig. Oh, dieser eklige Geschmack. Steve, ist alles in Ordnung bei dir? Oh Mann, kommst du überhaupt noch lebend raus aus diesem Restaurant? Boah, nee, das kann ich mir nicht antun. Wisst ihr eigentlich, wie die Pizza mit Wassermelone schmeckt? Absolut eklig. Wir müssen hier raus, Kinder. Ja, lass uns bitte rausgehen. Also, ich kann das wirklich nicht essen. Mir ist schon total schlecht. Papa, es tut mir leid. Wir werden ab sofort immer deine Spiegeleier essen. Also, vielleicht immer. Aber heute bestimmt nicht. Können wir nicht in die Pizzeria von Mario? Oh Mann, ich mache jetzt mal ein paar Fotos für die Bewertung. Also, das geht ja gar nicht. Ich glaube, wenn Leute das sehen werden, werden die hier niemals essen. Das ist echt das schlechteste Restaurant in Playmobil City. Ach, Julian, das kann doch wohl echt nicht sein. Du bist ja immer noch im Bad. Jetzt komm da endlich raus. Hallo, wie wär's doch mit Anklopfen oder so? Ich habe hier meine Privatsphäre. Oh Mann, Privatsphäre und das schon seit einer ganzen Stunde. Und dann hast du auch noch dein Tablet in der Hand. Mir reicht's. Wenn ich nicht auf Toilette kann, dann gehe ich jetzt in dein Zimmer und dann gehe ich da auf Toilette. Na, willst du das? Was? Wie bitte? Nein, das machst du doch nicht, oder? Oh, danke, Hannah. Also jetzt ist wegen dir mein Tablet runtergefallen.
Oh Mann, ich bin so unglaublich sauer auf Julian, der nervt so. Und er ist mir ständig im Weg. Oh Hannah, super hast du das gemacht. Du hast das Tablet kaputt gemacht. Alles deine Schuld. Kauf mir ein neues. Das ist doch nicht meine Schuld. Du warst doch die ganze Zeit im Badezimmer und ich hab das nicht kaputt gemacht. Ich hab's gar nicht angefasst. Komm, gib mir das mal her. Das ist bestimmt gar nicht kaputt. Hey, Finger davon, Finger weg. Ei, 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 was ist da oben denn schon wieder los bei den beiden? Könnt ihr nicht ein bisschen ruhiger bleiben, ey? Siehst du, Julian, ich hab's gleich gesagt. Das ist nicht kaputt. Der Bildschirm funktioniert doch und alles funktioniert. Na egal, aber du kannst mir auch trotzdem neues kaufen, oder nicht? Wäre ziemlich cool. Nein, ich kauf dir kein neues Tablet. Das gehört wieder mir. Und Julian, jetzt mal im Ernst, wenn man am Tablet spielt, muss man doch nicht im Badezimmer sein. Mann, das ist kein Stuhl, die Toilette. Da geht man rauf, wenn man auf Toilette muss. Oh, was ist das denn? Heute startet in Playmobil City anscheinend ein Sommerfest. Das ist ja schön. Sollten wir eigentlich mit den Kindern hin? Glaube ich doch. Naja, die werden auch immer lauter. Ja, ja, die sollten mal hier aus dem Haus raus. Kinder! Oh, Julian, jetzt lass es endlich sein! Kinder, hallo. Oh, jetzt ist es ja aber... Julian, lass es! Kinder, was ist denn schon los wieder bei euch? In letzter Zeit streite ich Julian, euch nur noch. Oh Mann, Julians Schuld war das. Eieieiei. Also, Papa, ich reg mich auf, weil, naja, Hannah hat versucht, dieses Tablet kaputt zu machen. Ja, ich hab's mit meinen eigenen Augen gesehen. Deine Tochter wollte das machen. Papa, glaub ihm kein Wort. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich hatte dieses Tablet überhaupt nicht in der Hand. Und Julia hat die ganze Zeit das Badezimmer blockiert. Kinder, jetzt ist aber gut, ne? Also, jetzt ist Schluss damit. Also, ich hab was erfahren. Und zwar gibt es in Playmobil City ein Sommerfest. Da gehen wir jetzt gemeinsam hin. Naja, und an eurer Stelle würde ich auch eure Badeklamotten da drunter anziehen. Es gibt wohl auch einen riesen Pool da. Oh, Sommerfest, yes! Cool. Wir sind dabei. Julian, du sollst dir doch eine Badehose anziehen, oder nicht? Ah, Papa, du kennst mich doch. Ich bin dein Sohn. Ich habe die Badeklamotten, also meine Badehose, immer drunter an. Immer. So, da bin ich. Entschuldigung, dass ihr warten musstet. Ich musste noch kurz meinen Bikini drunter ziehen. Das ist ja riesig hier und wie voll es ist und perfekt bei diesem Wetter. Wow, ist das toll hier. So viele Sachen. Anna, guck dir das mal an. Die haben da einen echten Strand nachgebaut und dann gibt's einen Sprungturm und auch eine Rutsche. Coole Sache. Ja, die Rutsche, die führt in einen großen Pool rein. Guck mal, da sind ganz viele Leute. Und ein Riesenrad. Das sieht ja schön aus. Oh, und ich sehe da hinten sogar Onkel Stefan. Hallo! Wo, Stefan? Wo hast du Onkel Stefan denn? Ich sehe den doch gar nicht. Julian, wo hast du ihn denn gesehen? Und, oh nein. Julian? Hanna? Oh, schon sind sie weg. Wir wollen doch einmal nur was als Familie unternehmen. Und keine 3 Sekunden später sind sie schon wieder weg. Hey Steve, du auch hier? Du hast mir gar nicht erzählt, dass du hier zum Sommerfest gehen möchtest. Ja, wir haben das auch erst heute Morgen aus der Zeitung erfahren. Aber cool, dass du hier bist, Julian. Steve, hast du schon gesehen? Da hinten gibt's einen riesen XXL-Pool. Komm, wir gehen da hin. Hallo, Platz auf. Oh, Entschuldigung. Sieh mal einer an. Julian Vogel, war ja klar, dass du hier bist. Dass ich dich jetzt noch in meiner Freizeit sehen muss. Wer dachte das nur? Ja, ja, super witzig. Aber ich muss jetzt los. Bis in der Schule wieder. Julian, warte doch mal. Aber ich habe gar keine Badeklamotten heute dabei. Ich kann nicht so einfach in den Pool. Hey, Philipp, du bist ja auch da. Hallo. Hey, Hanna, du auch hier? Hi. Ich bin heute mit meinem Cousin da. Also, das ist der Frederik. Ach, hey, du musst Hanna sein. Wir wollten gerade aufs Riesenrad gehen. Kommst du mit? Eigentlich müsste ich kurz noch meinem Papa Bescheid sagen, aber wo ist der denn überhaupt? Ja, wo sind denn die beiden? So viele Menschen hier. Julian, Hanna, Martin. Hallo, Martin. Na, ihr seid auch da? Ja, also, wir sind als Familie hier. Also, zumindest mit Julian und Hanna. Habt ihr sie zufällig gesehen? Ich hab sie mal wieder verloren. Ach Martin, wir sind doch hier auf dem Sommerfest und schau doch, wie viele Kinder. Ich wette, ihre Freunde sind auch hier. Also mach dir keine Sorgen. Du Philipp, ihr könnt ja schon mal vorgehen zum Riesenrad. Ich würde mir gerne noch eine Zuckerwatte kaufen. Ich habe extra mein Taschengeld mitgebracht. Ich habe so Lust auf Zuckerwatte. Eine riesengroße XXL-Portion. Na Kleine, na, was darf sein? Hallo, guten Tag. Ich hätte gerne eine Zuckerwatte, aber so groß wie es geht. Heieiei, also die hat doch ein bisschen übertrieben. Also ganz so groß hätte ich mir die jetzt nicht vorgestellt. Die ist ja so groß wie ich selbst. Na, das war ja klar. Familie Vogel ist auch hier, aber natürlich. Ach, hey Nils, hab dich gerade gar nicht gesehen. Was macht ihr denn hier? Passt doch irgendwie gar nicht zu euch. Also wir dachten naja, ist mir auch eigentlich egal. Nils, viel Spaß. Bis bald. Pass doch auf. Oh, ich will schnell los. Was ist das denn? Es klebt in meinen Haaren. Also, war heute Morgen beim Friseur. Das hat 250 Euro gekostet, diese Frisur. Ach, Nils, wie konnte das denn passieren? Das war wohl ich. Entschuldigung. Oh, Hanna Vogel, na toll. Du weißt doch gar nicht, wie teuer diese Klamotten von Nils waren. Jetzt ist alles verklebt. Ach, das ist ja furchtbar. Ja, und vor allem wäre es sehr gut, wenn mich hier jetzt jemand befreien könnte. Ja, hallo. Ja, ich versuche dich ja schon zu befreien. Also, könnt ihr euch mal bitte beeilen? Ich kann hier nichts sehen. Oh, mein armer Nils. Oh nein. Und Hanna ist jetzt einfach weitergegangen. So eine Unverschämtheit, wie du aussiehst und die Klamotten. Ja, Mutter. Und du solltest nicht einfach da so rumstehen, sondern mir helfen, bitte. Ach ja. Upsi, das war wohl nicht so geplant. Aber naja, ich habe so viel Zuckerwatte, da ist noch genügend über. Ich gehe einfach mal weiter. Hallöchen, Steve. Sag mal, kommst du nicht nach oben?
Oh, Julia, ich hab dir eben schon gesagt, ich habe keine Badeklamotten dabei. Ach so, ja, oh, warte mal, was ist das denn da? Warum hat denn der Mann da so mehrere Handtaschen und es sieht so aus, als ob er sich verstecken will? Also, der schleicht hier durch die Menge und beobachtet die Leute auch irgendwie ganz komisch. Also, das ist doch ein Fall für Julian Vogel, Meisterdetektiv Julian Vogel. Julian, versteh mich doch, ich hab keine Badeklamotten und wo guckst du gerade hin? Steve, ich hab da was entdeckt, also was ganz Geheimnisvolles. Ich glaube, ich muss wieder den Detektivclub starten und zwar jetzt. Schau dir mal diesen Typen hier an. Also das ist irgendwie ganz komisch. Schau dir das mal genauer an. Mit so vielen Handtaschen. Also Julian, irgendwie hast du recht. Mysteriös. Also Opa und Oma meinen, ich soll ruhig bleiben. Aber wo sind die beiden nur? Ich habe das Gefühl, die machen wieder nur Ärger. Ah, vielleicht haben die beiden ja Julian und Hanna gesehen. Hallo. Hallo, Herr Vogel. Dave, hast du vielleicht Julian oder Hanna gesehen? Oder auch beide am besten? Also wir sind auch erst gerade gekommen. Wir haben noch niemanden gesehen. Doch, ich glaube, Hanna ist da hinten. Wo denn, Dave? Also ich kann sie nicht sehen. Ich sehe nur Nils Schnösel mit ganz viel Zuckerwatte im Gesicht. Da passt doch irgendwas nicht. Also, Herr Vogel, Sie könnten ja oben auf den Sprungturm vielleicht von da was beobachten. Oh, gute Idee, Dave. Danke. Oh, hey Julian, wir haben uns irgendwie eben alle verloren. Sag mal, warum hast du denn schon Badeklamotten an? Hanna, sei leise und steh hier nicht im Weg rum. Ich bin gerade wieder im Detektivmodus und naja, entweder kommst du mit oder du lässt es sein. Im Detektivmodus? Ein Detektivfall, wie aufregend. Was ist denn passiert? Hallo, also es handelt sich hierbei um einen Notfall. Also ich suche meine Kinder. Kann ich einmal hier vor und nach oben? Oh, na toll, ich habe mich jetzt hier 10 Minuten angestellt, aber na gut, gehen Sie vor. Ah, stimmt, man kann ja echt super viel sehen. Gute Idee von Dave. Also im Riesenrad sehe ich sie nicht. Oh, Molly ist ja hier. Okay. Und dann schaue ich mal zum Strand, aber nee. Julian und Hanna sehe ich nicht. Aber vielleicht da auf dem Wasser. Nee, ich sehe kein Kind. Zumindest nicht mit roten Haaren. Da am Riesenrad. Aber natürlich, ich sehe Julian, ich sehe Hanna, Steve. Oh, und sie sprechen mit der Polizei. Ich wusste, es gibt Ärger. Vielen Dank für den Hinweis. Wir waren schon auf der Suche nach diesem Dieb. Habt ihr super gemacht. Danke. Oh, Julian wird festgenommen. So, Sie kommen jetzt ins Gefängnis und zum Glück hatten wir hier so aufmerksame Kinder, die Sie entdeckt haben. Ja, ich muss mich beeilen. Hallo, kann ich mal kurz durch? Hallo? Hallo, ich bin der Vater. Sie können auch meine Kinder jetzt nicht festnehmen. Ich meine, es sind noch Kinder und was haben Sie gemacht? Oh, Papa, endlich, hey, Papa, da bist du ja. Wir haben dich schon gesucht. Du warst weg. Wie bitte? Ich war weg, ihr wart weg und was habt ihr jetzt schon wieder gemacht, hä? Ihre Kinder haben uns geholfen, einen Dieb zu entlarven. Das haben die wirklich super gemacht. Vielen Dank. Wie bitte? Höre ich das gerade richtig? Die beiden haben geholfen, einen Dieb ausfindig zu machen. Also sie haben geholfen. Wirklich? Wo ist diese Hanna Vogel? Die wird mir die Reinigung hierfür bezahlen. Upsi, da hinten kommt Nils. Naja, vielleicht sollten wir lieber alle zusammen ins Wasser gehen? Na, was haltet ihr davon? Das ist mal eine sehr gute Idee, aber wir bleiben alle zusammen. Oh yes, ab ins Wasser! Dieses Sommerfest ist so cool! Oh Mann, in letzter Zeit bin ich ziemlich häufig alleine. Mama und Emma sind ja noch auf dem Bauernhof, Julian ist bei Steve und Papa auf der Arbeit. So viel Ruhe kennt man bei Familie Vogel eigentlich gar nicht. Aber naja, ich find's nicht so schlimm. Dann kann ich mich mal hier lang und breit hinlegen und das Fernsehprogramm selber bestimmen. Hm, und jetzt hat's auch an der Tür geklingelt. Wer mag das wohl sein? Oh, vielleicht wieder Isabelle oder so? Oder Maren Schnösel? Hoffentlich nicht. Ja, komm ja schon. Hm, ist das Oma? Hallo, Hanna Schätzchen, machst du die Tür auf? Ich bin's, deine Oma. Ach, Hanna, du bist wirklich viel zu häufig alleine in letzter Zeit. Hast du denn auch schon gut gegessen? Oma, das ist gar nicht so schlimm, dass ich alleine bin und... Nee, gut gegessen habe ich noch nicht. Na, das habe ich mir gedacht. Bestimmt hast du nur vom Fernseher rumgesessen. Aber dafür ist die Oma ja da. Ich habe dir so einen Hamburger mitgebracht. Ach, meine arme kleine Hanna, immer alleine. Mensch. Ich hoffe, dass bald deine Mama wiederkommt. Oh, Oma, ich bin ja überhaupt nicht mehr so klein. Also ich kann wirklich mal ein bisschen alleine bleiben. Und Oma, das ist kein Hamburger. Das ist ein Hotdog. Aber vielen Dank, ich freue mich. Der schmeckt auch total lecker. Ich habe in letzter Zeit viel zu häufig Spiegeleier von Papa essen müssen. Naja, Hanna, also die Oma ist heute richtig im Stress. Ich habe so viele Termine. Ich muss direkt wieder los. Also bis später oder bis bald, Hannalein. Alles klar, Oma. Bis bald. Und vielen Dank nochmal für den Hotdog. Also musst du dir merken, das ist kein Hamburger, das ist ein Hotdog. Oh Mann, das war wirklich lieb von Oma. Da bringt ihr mir einfach so was Leckeres zu essen vorbei. Sonst hätte ich wahrscheinlich nur einen Joghurt gegessen oder so. Und dann später erst mit Papa und Julian. Oh, was liegt denn da? Irgendwie ein Zettel oder so. Hat Oma den da vergessen? Hey, Oma. Oh, Oma ist schon weg. Mann, die hat ist ganz schön schnell. Also, die hat ganz schön einen Zahn drauf. Dieser Zettel muss Oma aus der Tasche gefallen sein. Ich schaue mir den einfach mal an. Ich bin einfach viel zu neugierig. Hm, was steht denn da drauf? H-E...
Was soll das alles heißen? Naja, jetzt esse ich erstmal, aber irgendwie lässt mir das Ganze keine Ruhe. Das ist ein Rätsel. H-E-Makel-Ju. Was soll das alles heißen? Hammel. Was soll das? Hat Oma das extra liegen lassen und stellt mir damit eine Aufgabe? Ein geheimnisvolles Rätsel etwa? Der Hotdog war lecker, aber jetzt geht's daran, dieses Rätsel zu lösen. Vielleicht hat Oma irgendwo einen Schatz für mich versteckt oder so. H-E-Makel-Ju. Vielleicht gebe ich das mal hier ins Internet ein. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Nanu, was war das denn jetzt? Jetzt habe ich da irgendwo Geräusche gehört. Papa sollte eigentlich noch nicht wieder da sein und Julian wollte eigentlich auch etwas später kommen. Wer ist das wohl? Oder sollten das etwa Emma und Mama sein? Sind Emma und Mama wieder da? Hallo, wir sind wieder da. Hallo. Oh, auf dem Bauernhof, da war es richtig toll. Ich wäre gerne noch viel, viel länger geblieben, aber die Zeit, die fliegt einfach total. Aber zum Glück habe ich mir so einen Strohballen mitgenommen. Da mache ich mir so Bauernhof-Feeling für zu Hause. Cool. Emma, die Bauernhofzeit ist jetzt vorbei. Ich meine, diesen Strohballen, den konnten wir mitnehmen, aber der kann auch bitte jetzt in den Garten. Vielleicht für ein Außengehege für Pia. Emma, hast du mich verstanden? Der kommt raus. Mama, Emma, ihr seid ja wieder da. Hallo. Hey, na, Hanna, wie war's ohne uns? Schön, dass ihr wieder da seid. Hanna, du siehst genauso aus wie vorher. Ach, Hanna, ich hoffe, es war nicht so schlimm für dich mit den Jungs. Naja, jetzt bin ich ja wieder da. Ach, war schon alles in Ordnung. Es gibt jetzt etwas ganz Wichtiges. Emma, du musst sofort mitkommen. Was? Ich wollte nur sagen, ohne dich war es auch schön. Und weißt du was? Ich bin auf dem Schwein geritten. Das war voll oh, cool. Oh ja, Emma, das weiß ich schon von Isabel. Jetzt komm wie, mit. Was? Oh, das ist ja schön, dass Hanna sich jetzt einfach mit Emma beschäftigt. Jetzt kann ich die Sachen auspacken. Aber bevor ich das mache, nehme ich jetzt erstmal hier diesen Strohballen. Der kommt jetzt dringend in den Garten. Bevor sich Emma das noch zu bequem hier macht da drauf. Und Malik und ich und Clara, die war auch dabei. Wir haben alle zusammen im Stroh geschlafen. Das war cool, aber hat auch ein bisschen gepiekst. Ja, ja, Emma, ganz toll alles. Aber es gibt jetzt wirklich was ganz Wichtiges. Oma war hier und hat ein Rätsel hinterlassen. Schau mal hier. Also, ach ja, du kannst ja nicht lesen. Da steht H-E-Makel-U. Keine Ahnung, was das heißen soll. Also, He-Makel-U? Anna, vielleicht sind das Abkürzungen. Vielleicht steht das für irgendwas. Vielleicht hast du recht, aber für was könnte H... Hanna und Emma. Ja, ja, das sind unsere Namen. Genau, von der ganzen Familie Vogel. Martin, Claudia, Julian. Aber was wollte Oma uns damit sagen? Wirklich gute Frage. Also, das ist wirklich ein spannendes Rätsel, was sich Oma da ausgedacht hat. Oh Mann, Oma ist echt total gerissen. Ich glaube, die hat bestimmt bei uns im Zimmer noch mehr Hinweise versteckt. Ich schau mal. Also mein Zimmer sieht aus wie immer. Alles beim Alten. Dass das Zimmer zwischendrin mal ganz anders aussah, das verrate ich lieber mal Emma nicht. Ja, dein Zimmer sieht aus wie immer, genau. Und ein Hinweis von Oma ist hier auch nicht. Hier ist nichts, sie hat hier nichts versteckt. Vielleicht in Julians Zimmer, aber naja, hier sieht's auch immer wie immer aus. Einfach nur unordentlich. Vielleicht hat Oma gemeint, dass wir eben nicht in den Zimmern gucken sollen. Von Martin, Claudia, Julian, Emma und Hanna, sondern in irgendeinem anderen Zimmer. Zum Beispiel im Badezimmer. Also hier ist definitiv nichts. Boah, man sieht das hier Wollmäuse. Oh Mann, war das anstrengend mit dem Bauernhof und Emma. Bevor ich aber jetzt auspacke, mache ich erstmal ein kleines Nickerchen vielleicht. Emma, mir nach. Wir gehen in die Küche. Vielleicht finden wir da etwas. Ja, ich komme ja schon. Wir werden das auf jeden Fall lösen, das Rätsel. Oma hat sich ganz schön uns getäuscht. Also, ganz genau hier an dieser Stelle hat Oma den ersten Hinweis abgelegt. Mhm. Und das hat sie ganz unauffällig gemacht. Das habe ich erst gemerkt, als sie schon wieder raus war. Vielleicht müssen wir uns hier hinlegen und dann reicht das genau bis zum nächsten Hinweis oder so. Ja, gute Idee. Also Emma, Hanna, dann fehlen uns jetzt noch Mama, Julian und Papa. Mama, kommst du mal gerade? Hey, Mama, du müsstest dich mal gerade hier kurz hinlegen. Hinlegen? Ich wollte mich doch gerade aufs Sofa legen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Also Mama, du musst dich hier hinlegen mit dem Kopf an Hannas Füße und ausstrecken, ja. Und warum genau sollte ich das jetzt machen? Ich mach das nicht. Guck mal, wie dreckig es hier ist. Martin hat bestimmt nicht Staub gesaugt. Komm schon, Mama. Nee, okay, ja, ich mach's ja schon. Oh, dann ist hoffentlich Ruhe. Ach oh Mann, jetzt liege ich hier auf dem Küchenboden. Und jetzt müssen wir warten, bis Papa und Julian wieder da sind. Oder, naja, Julian ist ungefähr so groß wie ich, vielleicht ein bisschen kleiner. Kann mir jetzt vielleicht mal jemand erklären, was das Ganze hier soll? Kann ich jetzt aufstehen oder muss ich jetzt den ganzen Tag hier liegen bleiben? Ja, Mama, nicht so schnell. Du musst noch einen Moment hier liegen bleiben, okay? So, ich bin jetzt Julian und an meine Füße müssen sich jetzt Papa legen. Was ist denn jetzt hier, was so in der Entfernung wäre, wie Papa groß ist? Vielleicht die Blume? Ja, Oma muss diese Pflanze gemeint haben. Vielleicht hat sie hier irgendwo einen Zettel versteckt. Ich höre die ganze Zeit Oma. Was hat Oma denn gemacht? War Oma etwa hier?
Das einzig Auffällige an dieser Pflanze ist die rote Blüte. Eine Blüte. Eins. Wahrscheinlich ist die Lösung eins. Aber was soll uns das sagen? Hä, und Mama, du musst da nicht die ganze Zeit rumliegen. Du kannst ruhig wieder aufstehen. Hallo? Warum sagt ihr mir das denn nicht gleich? Oh, guck mal, da ist Oma an der Tür. Vielleicht hat sie uns belauscht und gehört, dass wir das erste Rätsel gelöst haben und kommt jetzt mit dem nächsten Rätsel. Ach, hallo, Hannalein, da bin ich schon wieder. Ja, ich bin's nochmal. Oma, wir haben das gelöst. Eins ist die Lösung. Okay, wie du siehst, wir sind gerade erst wiedergekommen, Mama. Wir waren auf dem Bauernhof 2 Wochen. Ach, und da seid ihr wieder da, schön. Und ich freue mich, euch zu sehen, aber ich habe heute einiges vor. Also ich hatte einiges auf meiner Liste stehen. Naja, Oma, also du dachtest wahrscheinlich, wir könnten dieses Rätsel nicht lösen, aber wir wissen jetzt, was rauskommt. Eins. Oh, Hanna, das habe ich Oma doch gerade schon gesagt. Nicht nur du hast das Rätsel gelöst. Rätsel? Also ich habe keine Ahnung, von was ihr redet, Kinder. Ach, Mann, 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 als Rentnerin hat man's nicht einfach. Also ich habe als erstes Hanna den Hamburger gebracht, dann wollte ich Erdbeeren einkaufen, dann musste ich noch zur Apotheke Magentabletten für Opa kaufen. Naja, und was ich dann noch machen wollte, habe ich irgendwie vergessen. Ach ja, den Clubbeitrag für unseren Buchclub, den musste ich auch noch bezahlen. Das habe ich auch schon erledigt. Hm, Oma tut jetzt echt so, als hätte sie uns kein Rätsel gestellt, aber was sollte das dann alles? Mama, aber ich verstehe es nicht ganz, wie wir dir denn helfen sollen. Woher sollen wir denn wissen, was du noch alles vorhattest? Naja, ich dachte, ich hätte vielleicht hier meine Liste verloren. Hamburger, Erdbeeren, Magentabletten, Clubbeitrag. Oh, Oh Mann, das war gar kein Rätsel, das war Omas Einkaufsliste. Was? Ich dachte, wir können hier einen richtig coolen Schatz finden. Oh Mann, Einkaufsliste, wie blöd. Also, Hanna, ich weiß nicht, von was du die ganze Zeit redest, mit dem Rätsel und Schatz und so weiter, aber dafür habe ich heute leider keine Zeit. Ich muss noch irgendwas machen, da stand noch irgendwas drauf. Oma, war es vielleicht irgendwas mit Ju? Ach, danke, Hanna, zum Juwelier, Opas Uhr abholen. Ach, danke, ihr habt mir geholfen, jetzt weiß ich's wieder. Ach, Juwelier. Okay, dann grüß schön die Jungs, ich bin dann wieder weg. Kein Problem, Mama, tschüss. Tschüss, Oma, und grüß schön Opa. Ach, Mann, Juwelier, ich dachte, das wäre alles ein Rätsel. Dabei hat sich Oma einfach nur ein paar Notizen gemacht, damit sie nichts vergisst. Echt schade, dabei so ein richtiges Familienrätsel mit einem Versteck und einem Familienschatz. Das wäre genau das Richtige. Hm, wenn Oma das nicht macht, vielleicht sollte ich das mal machen. Mama, wo ist meine Zahnbürste? Na, da, wo sie immer liegt, Emma. Wo sollte denn sonst auch sein? Boah, solche Antworten liebe ich ja. Dann muss sie hier irgendwo im Badezimmer sein. Oh Mann, Mama. Also heute muss ja wirklich ein ganz besonderer Tag sein, dass Emma freiwillig ihre Zähne putzt. So, Zahnbürste habe ich. Jetzt muss ich mich aber hier noch in Hannas Zimmer schleichen. Ich muss mir das da ausleihen, das Handy. Steuerung alt entfernen. Mann, warum ist denn mein Bildschirm jetzt eingefroren? Ach, das merkt ihr überhaupt nicht. Sie ist sowas von mit sich selbst beschäftigt. Ich muss mir das Handy hier einfach nur kurz nehmen. Ich brauche das. Kannst du mir mal erklären, was das soll? Warum schleichst du in meinem Zimmer rum? Was? Mach ich doch gar nicht. Oh Mann, ich glaube, das Dach ist undicht. Regnet sich hier in dein Zimmer rein? Ich meine, ich habe gerade einen Tropfen abgekriegt. Mann, das sind doch Ausreden. Du wolltest doch wieder irgendwas aus meinem Zimmer klauen. Gib's doch zu. Was ist denn hier los, ihr beiden? Emma, hast du denn die Zahnbürste jetzt endlich finden können? Ja, habe ich. Aber kannst du bitte Hanna mal davon überzeugen, dass ich ihr Telefon brauche? Wieso das denn, Emma? Wir haben doch ein Telefon unten. Wofür brauchst du denn ein mobiles Telefon, also ein Handy? Na, weil ich verreise. Ich halte das hier keinen Tag länger aus. Auf dem Bauernhof war es viel spannender. Ich gehe wieder zurück. Ich glaube nicht, dass du das machst, Emma. Gewöhn dich mal daran. Sowas nennt sich Alltag. Nicht jeder Tag kann so schön sein wie ein Urlaubstag. Ach, Emmalein, ich wünsch mir den Urlaub auch wieder zurück. Aber vielleicht können wir ja was Spannendes in deinem Zimmer spielen, hm? Das wäre doch toll. Ach, herrje, und ich sehe auch, du hast deine Sachen schon gepackt. Emma, du meinst, es ist ja wirklich ernst. Naja, selbstverständlich meine ich das ernst. Hier ist es total langweilig. Mama, was soll ich denn machen? Och, Emma, da fragst du mich was. Kannst du dich nicht irgendwie selbstständig beschäftigen? Ich bin doch nicht deine Entertainerin. Was soll ich denn jetzt da machen? Oh, ich wollte aber auf dem Bauernhof. Ich will hier nicht sein. Das ist langweilig. Ich will wieder Spaß haben. Ach, Herr Jemini, war ich jetzt etwas zu streng zu ihr? Ach, Emma, hör bitte auf, so zu jammern. Hat's da gerade geklingelt? Hanna, kannst du mal hingehen? Ich bin hier gerade noch beschäftigt. Ja, ich gehe schon. Mann, Emma, die stellt sich das Leben manchmal einfach vor. Das Leben ist doch kein Ponyhof. Juhu, mach mir doch mal auf. Ja, da ist ein seltsamer, alter, verkleideter Mann vor der Tür. Mama, komm du mal. Also, den mache ich nicht auf. Hm? Seltsamer, alter, verkleideter Mann? Das klingt ja wirklich komisch. Ich komme. Das klingt spannend. Ich glaube, da unten geht irgendwas richtig Interessantes ab. Das darf ich auf gar keinen Fall verpassen. Vielleicht ist das irgendeiner, der eine Zeitreise gemacht hat oder so.
Hallo, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Hallo. Ist denn schon wieder Karneval? Karneval? Was meinen Sie? Also, ich laufe immer so rum. Entschuldigung, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Und Sie laufen jetzt hier einfach durch die Nachbarschaft? Wollen Sie Spenden sammeln oder so? Vielleicht für einen Zirkus? Hanna, ist das der Weihnachtsmann? Der sieht aus wie der Weihnachtsmann, nur ist er anders angezogen. Was macht er denn hier? Emma, ich glaube nicht, dass das der Weihnachtsmann ist. Der sieht doch aus wie ein Magier oder so. Vielleicht vom Mittelaltermarkt? Also, guten Tag. Mein Name ist Edwin. Also, ich bin der große Zauberer Edwin. Ein Zauberer? Ach, herrje, bitte verzaubern Sie mich nicht. Und ich dachte, Sie sind vielleicht auch ein Staubsaugervertreter oder so. Staubsaugervertreter? Nein, nein. Also, das ist ja wohl klar, was ich bin. Ein Zauberer. Und ihr seid heute alle im Einkaufszentrum zu meiner Zaubershow eingeladen. Huch, wo ist der denn jetzt hin? Kinder, habt ihr gesehen, wo er hin ist? Hä, der hat sich ja weggezaubert. Ja, der ist einfach verschwunden, Mama. Total cool. Wir müssen da hin. Okay, ja, Zauberer sind schon ziemlich cool. Ich denke, das machen wir. Da muss ich euch wenigstens nicht entertainen. Simsalabim! Abracadabra! Ja, Zaubershow! So, Kinder, da wären wir. Einkaufszentrum. Aber warum ist es denn hier so leer? Komisch, hier ist es wirklich wie ausgestorben. Vielleicht haben die heute geschlossen, aber die Tür war doch auf. Oh, Mama, ich wette, der Zauberer war so schlecht, dass alle schon wieder abgehauen sind, weil es so furchtbar war. Keine Ahnung, vielleicht meint er ein anderes Einkaufszentrum, aber das ist jetzt meine Chance, in den Handtaschenladen zu gehen. So leer war es hier noch nie. Oh, ich kann richtig in Ruhe shoppen. Na, Kinder, welche soll es sein? Die hellblaue oder die lilane? Welche gefällt euch besser? Ach, Mama, wir sind doch nicht wegen Handtaschen hier. Ja, wir wollen zum Zauberer. Ganz genau. Und außerdem, Mama, hier ist noch nicht mal eine Verkäuferin oder ein Verkäufer. Wer soll denn das bitte dann das Geld entgegennehmen? Aus den Handtaschen wird nichts. Ach, du hast recht, Emmerlein. Na dann suchen wir mal den Zauberer. Wo steckt er denn nur? Vielleicht oben? Ja, ab in Fahrstuhl. Ich glaube, da oben sind ganz viele Leute. Kommt, wir kommen schon zu spät. Oh Mann, so voll hätte ich es mir gar nicht vorgestellt. Das Einkaufszentrum ist ja kaum wiederzuerkennen. So viele Leute. Oh Mann, und ich kann überhaupt nichts sehen. Toll. Kann mir die jemand auf die Schultern nehmen? Emma, vielleicht kannst du einfach nach vorne gehen. Ich meine, da können auch die Kleineren hin. Die Show hat auf jeden Fall noch nicht angefangen. Der Vorhang ist noch zu. Oh, da muss ich mich hier irgendwie durchmogeln. Entschuldigung, kann ich mal durch? Hallo, hier unten. Ach, Emmerlein, habe ich mir ja gedacht, dass du dir die Show nicht entgehen lassen willst, hm? Keine Zeit. Hallo, Brigitte, ich muss weiter. Warte auf mich, Emma. Ich kämpfe mich auch direkt durch, bevor sich die Lücke wieder schließt. Clara, was machst du denn hier? Wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier Leute treffe, die ich kenne. Naja, Brigitte ist auch da. Oh, hallo, Emma. Schön, dass wir uns so schnell wiedersehen. Hey, Pia, meinst du nicht, dass du ein bisschen zu alt bist für einen Zauberer? Nein. Das Gleiche könnte ich dich auch fragen. Was suchst du hier, Hanna, hm? Zauberer Edwin, also ich glaube, es sind jetzt genug Leute da. 1, 2, 3, ja, ich glaube, das sollte reichen, aber ich habe ganz schön Lampenfieber. Liebe Gäste, also viel Spaß bei Edwins Zaubershow. Ich bin hier nicht der Zauberer, sondern ich bin nur der Techniker. Viel Spaß. Also das war ja irgendwie klar, dass Stefan wieder mit involviert ist. Der ist echt überall dabei. Oh, ich hoffe, dass diese Zaubershow richtig cool wird. Ansonsten gehe ich wieder zurück auf den Bauernhof. Das steht für mich fest. Okay, wenn du das machst, dann mache ich das auch, Emma. Ich bin zu Hause richtig langweilig. Abracadabra, Hokus Pokus, ich bin's, Zauberer Edwin. Herzlich willkommen zu meiner Show. Oh Mann, ich fress einen Besen. Ist das ein echter Totenschädel? Igitt. Ja, das ist ein echter, aber die Zuschauer haben nicht auf die Bühne zu kommen. Sei denn, ich ruf sie auf. Weg da. Oh Mann, ich habe ein richtig gutes Gefühl dabei, Clara. Das wird total abgefahren. Oh Mann, ich habe das angefasst, das Teil. Igitt. Also, kommen wir zu meiner ersten Nummer. Ich werde Geld verschwinden lassen. Wer möchte freiwillig nach vorne kommen? Ich selbstverständlich. Niemand außer mir hat hier Geld dabei, glaube ich. Das war ja sowas von klar. Wenn es um Geld geht, ist Tessa nicht weit. Nun gut, ich habe jetzt diese Münze in meiner linken Hand. Seht her. Und wenn Sie schon mal dabei sind, können Sie vielleicht aus einer Münze auch zwei machen? Das wäre doch mal ein toller Trick. Nein, das ist nicht Teil der Show. Aufgepasst. Und weg ist die Münze. Wie haben Sie das gemacht? Wo ist mein Geld hin? Oh Mann, also bei Geld, da versteht Tessa wirklich gar keinen Spaß. Ob sie ihr Geld wohl wiederkriegt? Hey, Sie Zauberer, geben Sie mir sofort mein Geld wieder. Hallo. Also davon war nicht die Rede. Ich habe gefragt, wer möchte sehen, wie ich Geld wegzauber? Und ich wollte es nicht wieder herzaubern. Das ist ein kleines Taschengeld für mich. Habt ihr das gesehen? Er ist ein Betrüger. Er hat einfach mein Geld behalten. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh Mann, ich finde den Zauberer sowas von cool. Jetzt hat er einfach ihr das Geld geklaut. Naja, geschieht ihr recht, ihr habt eh genug davon, die Schnösels. Also, kommen wir zu meiner nächsten Nummer. Ich habe hier diesen verwunschenen Zaubertrank. Möchte jemand aus dem Publikum den Zaubertrank trinken? Den habe ich hier selbst gebraut und da sind nur magische Inhaltsstoffe drin. Oh Mann, das klingt total spannend. Ich mag sowas. Ich trinke das. Hier, ich bin freiwillig.
Emma, du kannst doch nicht einfach nach vorne laufen und dieses Gebräu trinken. Also du weißt doch überhaupt nicht, was da drin ist. Und ich glaube, Mama hat da auch was gegen. Ich hab Durst. Oh, da müssen wir die Mama nochmal fragen. Also Mama von der Freiwilligen, darf sie das trinken? Hier hin, ich bin die Mutter. Was ist denn da drin? Also ich meine, magisches Getränk? Ich weiß nicht, so recht. Ach, also das ist nur Brombeersaft. Naja, die Froschschenkel und die Fischaugen, die lasse ich mal unter den Tisch fallen. Schmeckt eigentlich ganz gut. Hm? Ich nehme eine Flasche für zu Hause mit. Oh Mann, also die trinkt einfach von einem Wildfremden hier irgendein Gebräu. Wer weiß denn, was da drin ist? Das ist echt eklig. Okay, genau jetzt musst du dir was wünschen. Zwinker, zwinker. Okay, habe ich gemacht. Mann, ich fühle mich irgendwie seltsam. Ich weiß auch nicht. Ich habe eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Hallo? Oh mein Gott, was haben sie denn mit meiner Schwester gemacht? Die ist ja kaum wiederzuerkennen. Ach, du dickes Ei. Sofort zurückverwandeln. Was soll das denn? Ich dachte, sie zücken irgendwie ein Kaninchen aus dem Hut oder so. Oh, das scheint wohl ein bisschen schiefgegangen zu sein. Habe ich mich etwa im Zaubertrank getäuscht? Das ist ja total abgefahren. Oh Mann, wie lang meine Arme sind. Die sehen aus wie ein Gorilla. Ja, ich muss doch irgendwo noch diesen Gegenzaubertrank haben. Wo habe ich das denn nur? Oh, ich muss sie doch zurückverwandeln. Hier, Kleine, trink das. Oh Mann, das ist mir so peinlich vor den ganzen Leuten. Was passiert denn dann? Werde ich dann eine erwachsene Frau? Das wäre cool, so groß wie Mama. Nach was schmeckt das denn? Blaubeere? Hey, oh Mann, jetzt bin ich wieder so klein. Ich wollte das nicht. Ich wollte noch größer werden wie Godzilla. Emmazilla. Oh ja, eigentlich sollte der Zaubertrank gar nichts bewirken. Was ist mir denn da nur passiert? Also, liebe Leute, bitte weitergehen. Hier gibt's nichts zu sehen. Die Show ist vorbei. Mach Tschüss. Mich wieder groß. Oh, das ist sowas von herrlich, gerade nur zwei Kinder zu haben. Und Julian ist ja bei Julius und ich habe wirklich mal ein bisschen Zeit für mich. Hallöchen, ich bin wieder da. Und das war's mit der Ruhe. Julian, du bist ja schon zurück. Und hallo. Wie ich sehe, hast du auch Julius mitgebracht. Hallo. Ja, also letztens hatte mich ja Julius eingeladen zu sich nach Hause. Da dachte ich, ich revanchiere mich und lade ihn zu uns ein. Ist doch in Ordnung, oder? Julian, eigentlich finde ich das ganz gut, wenn du das vorher mit mir absprichst und nicht einfach Leute mit nach Hause bringst. Das wäre schon ganz gut eigentlich von dir. Also Frau Vogel, ich meine, wenn Sie was dagegen haben, dann kann ich auch wieder gehen, wenn Ihnen das jetzt gerade nicht passt. Ach Julius, schon gut. Nein, bleib ruhig hier. Ich meine, das kann ich doch nicht machen. Ich muss eine gute Gastgeberin sein. Oh, das hoffe ich aber, weil du weißt, Julius ist sowas wie mein Zwilling, dachte ich damals schon. Er ist mein bester Freund, also sei freundlich bitte. Also ich könnte mir ehrlich gesagt nichts Schlimmeres vorstellen, wenn es zwei von Julian geben würde. Also wenn Julius sein Zwillingsbruder wäre. Oh Gott. Boah, ich glaube, das ist eine Fata Morgana. Julian, bist du etwa wieder zurück? Und, wie war's auf dem Bauernhof? Das war ganz große Klasse. Sag mal, Julian, hast du mich auch ein bisschen vermisst? Hm? So ein bisschen? Oh, kein Kommentar. Dazu kann ich leider nichts sagen. Nicht jetzt. Oh Mann, das heißt dann wohl nein. Mein kleines Herz zerbricht in tausend Teile. Ach, Emma, mach dir nichts draus. Er wird dich schon vermisst haben. Ich steck dir das einfach so zu, hm? Hab ich's doch gewusst. Naja, Julian kann halt keine Gefühle zeigen. Ist gar nicht so einfach manchmal. Julius, ganz ehrlich, willst du jetzt mit Emma abhängen heute? Kannst du gerne machen. Bleib ruhig bei ihr. Nein, ich komme ja schon. Mann, oh Mann, du hast es aber eilig. Oh, ich sag dir, wie ich das vermisst habe. Mein Schreibtisch, mein Stuhl, mein Tablet. Julian, ich meine, bei dir ist es ja echt schön, aber bei mir war es doch auch nicht schlecht, oder? Nein, war ja cool und so, aber naja, also, wie soll ich sagen? Also, du hattest kein Tablet und das war's halt. Ach nee, was sehe ich denn da? Kaum ist Julian zu Hause und schon wird sich wieder das Tablet geschnappt. Die Sonne scheint draußen, ihr müsst doch nicht hier drin hocken. Hä, wieso denn nicht? Tablet kann man immer zocken. Egal, ob morgens, mittags, abends, Regen, Sonne, ist doch egal. Ich brauche nur ein bisschen Strom, wenn der Akku mal leer ist. Vielleicht hat deine Mutter ja recht. Ich meine, wir könnten das Wetter ja ausnutzen, um ein bisschen Fußball zu spielen, hm? Da bin ich ganz deiner Meinung, Julius. Ich pack schon mal ein paar Wasserflaschen zusammen. Oh, das kann doch echt nicht wahr sein. Also, weißt du, was du bist, wie man dich nennt? Vorhin hast du doch gesagt, ich wäre sowas wie dein Zwillingsbruder. Oh, das war vor 5 Minuten. Jetzt bist du ein Verräter, ja? Du bist jetzt mit Mama im Was? Team. So, ihr beiden, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß auf dem Spielplatz oder auf dem Fußballplatz vielmehr. Die Wasserflaschen werden eingepackt. Schließlich wollt ihr euch ja körperlich betätigen. Oh, Wassermama, ist das jetzt wirklich dein Ernst? Hättest du uns nicht irgendwie eine Limo oder Fanta oder so geben können? Oh, wir brauchen doch auch ein bisschen Zucker. Wie heißt das? Kohlenhydrate? Ja, weil sonst falle ich noch um bei diesem Wetter. Ach, herrje, Julian, ich meine, du drückst immer ganz schön auf die Tränendrüse. Hier sind 5 Euro für euch. Da könnt ihr euch noch was beim Imbiss oder so holen. Ach, schon wieder gebe ich ihm Geld. Oh, super, perfekt, danke. Damit hast du wieder alles gut gemacht, Mama. Ab zum Sportplatz jetzt. Oh Mann, was für ein Schuss. Ich hätte ihn fast gehalten. Naja, fast. Ja, damit hast du nicht gerechnet, hä? Den habe ich gelernt von Ronaldo. Ist so ein Knuckleball. Also geht erst nach oben und dann wieder nach unten. Oh Mann, naja, also ich glaube, der Platz ist besetzt. Das sind doch irgendwie. Ist das nicht Mats Hummels? Oh, der trainiert wahrscheinlich. Hey, ihr da, also ihr müsst jetzt nicht gehen oder so. Also ihr könnt gerne mit uns spielen. Das wäre ein Training für uns. Eine gute Übung. Oh nein, auf gar keinen Fall. Dankeschön. Das wird doch sowas von peinlich für uns.
Julian, du hast doch echt nur Angst zu verlieren, oder? Komm schon, das wird cool. Da können wir noch was lernen. Ach, weißt du was? Komm, wir gehen jetzt woanders hin. Wir spielen heute ein bisschen Street Soccer auf dem Asphalt. Mhm. Na gut, dann wollen wir doch mal herausfinden, wer heute in das Loch kriechen muss. Hm? Wer muss also in die Kanalisation? Wie machen wir das? Schnick, schnack, schnuck? Also, das wär sehr fair und eine gute Idee. Also, ich möchte da nicht unbedingt nach unten. Schnick, schnack, schnuck! Julian, ich glaube, hier ist es perfekt. Guck mal, ist das hier alles neu, dieser Asphalt oder so? Julian, ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee, hier zu spielen. Ich meine, wegen der Baustelle und so. Ah, Pommelabab, ich meine, die Baustelle fängt erst da hinten an und die Straße, die gehört uns allen. Oh toll, jetzt habe ich verloren und ich muss nach unten. Oh, Dankeschön. Tut mir leid für dich. Wird schon nicht so schlimm. Ich meine, nächstes Mal machen wir wieder Schnick, Schnack, Schnuck und ich hoffe, dann musst du wieder dran. Julian, Mensch, wo schießt du denn hin? Ich bin hier. Also Julius, du musst dich auch ein bisschen bewegen. Du weißt, Fußball ist ein Bewegungssport. Hey, ihr beiden, gehört euch der Fußball? Der hat hier nichts zu suchen. Wir sind hier gerade an einem Kanal dran. Das ist eine Baustelle. Also, hier wird nicht gespielt. Also, das Gleiche könnte ich auch sagen. Also, das ist eine Straße. Hier fahren Autos. Also, eine Baustelle hat hier nichts zu suchen. Okay, okay, nicht frech werden. Ich gebe euch den Ball wieder, aber hier wird nicht gespielt. Also, ein bisschen weiter weg müsst ihr schon gehen. Ich möchte den Ball hier nicht in der Kanalisation wiederfinden. Ja, okay, alles klar, werden wir nicht. Also, wir passen gut drauf auf. Also, weißt du was? Der Gullideckel ist zwar jetzt oben, aber es ist Mittagspause. Mahlzeit. Oh ja, gute Idee. Ich habe einen Bärenhunger. Wisst ihr was? Ich gebe eine Runde Pommes aus. Da hinten ist die Bude. Ab geht's zur Imbissbude. Oh Mann, zum Glück sind die jetzt endlich weg. Also auf mehr Ärger hätte ich keine Lust. Ich meine, zu Hause bekomme ich schon genügend Ärger. Alles klar. Achtung, der Ball kommt. Julian! Ja, kein Problem. Einfache Brustannahme. Mal sehen, ob du so weit schießen kannst, Julian. Pass mal direkt auf mich. Ha, leichteste Übung jemals. Du weißt ganz genau, wie gut ich bin. Julian, hierher. Wo schießt er denn schon wieder hin? Oh nein, der Ball ist weg. Ist der jetzt reingefallen? Da muss ich wohl durch. Ich meine, ich habe ihn geschossen. Das ist mein Ball, meine Schuld. Wie, was hast du jetzt vor? Julian, du kannst doch nicht einfach da runterklettern. Wirklich nicht. Hä, wieso denn nicht? Also ich muss da runter. Ich hoffe nur nicht, dass da irgendwelche Ratten oder so sind. Und Julian, wie ist es denn da unten? Naja, ganz schön dunkel und naja, es stinkt. Julian, lass es einfach. Komm wieder hoch. Den Ball, den ersetzen wir. Ja, ich würde ja gerne, aber die Leiter, die ist viel zu hoch. Was? Ich komme hier nicht mehr raus! Soll das jetzt ein Witz sein? Nein! Oh Mann, jetzt ist Julian da drin! Ich muss Hilfe holen! Hilfe! Mein Freund steckt im Gully fest! Oh Mann, ich habe schon alles abgesucht. Hier war keiner und jetzt, das ist das einzige Haus. Aber Moment mal, wohnt hier nicht der Schulleiter? Oh, da führt es keinen Weg dran vorbei. Ich muss hier klingeln. Julian braucht Hilfe! Das kann doch nicht sein. Ich habe mal einen Tag frei. Da habe ich meinen Wellness- und Spa-Day. Und ich komme gerade aus der Bade. Was willst du? Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern können. Julius, ich war mal einer Ihrer Schüler. Ja, ja. Es gibt ein Problem mit Julian Vogel. Der ist im Gully, der ist da reingefallen. Da hinten die Straße entlang, da ist eine Baustelle. Und da ist er immer noch drin. Wir müssen ihm helfen. Aber ich muss mich doch noch, ich muss mich noch umziehen, aber Julian ist einer meiner Schüler und ich dachte, das jetzt nicht. Ja, ich komme. Ach, Papalapap, ist doch egal. Kommen Sie, Herr Chillig, ob Handtuch oder nicht, wir müssen ihn retten. Julian? Julian? Ja, wo ist er denn? Bist du da noch drin? Ich hab Hilfe geholt. Eieiei, der ist aber ganz tief unten. Wie wär's, wenn wir einfach hier diesen Kran benutzen, ne? Ja, das ist eine gute Idee. Warum bist du denn schon früher drauf gekommen? Julian, ich lass dir jetzt das hier runter, so einen Haken. Vielleicht kannst du dir das irgendwie um den Bauch machen mit dem Seil. Und, ich hab's, ist er schon dran am Seil? Oh, Julian, geht's dir gut? Alles in Ordnung bei dir? Ja, also bitte, jetzt hast du wirklich den Vogel abgeschossen, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ja nicht ganz, also du weißt, was ich meine. Was machst du da, warum bist du da nach unten gestiegen durch den Gully? Oh Mann, und ich kenne den Geruch. Hier stinkt's gewaltig. Ja, danke dafür, aber ich habe ein Problem. Ich habe den Ball immer noch nicht gefunden. Kinder, jetzt gibt's eine kurze Ansage an euch. Ihr geht dann nicht nochmal runter und wir vergessen das am besten hier, ha? Wissen Sie was, Herr Chillig? Das ist eine super Idee. Ich meine, vergessen hier, dass Sie mit Handtuch erschienen sind und total lustig aussehen. Und wir erzählen nichts meinen Eltern. Hand drauf, also dann ist das klar. Wissen Sie, so macht man das heutzutage. Julian, tut mir leid. Nichts Persönliches, aber du stinkst ein bisschen. Und ich hatte gerade mein Wellness and Spa Day. Oh Mann, Julian, ich würde dir auch nicht die Hand geben. Das war wortwörtlich ein Griff ins Klo. Na, das finde ich mal außergewöhnlich. Ich bin schon da und pünktlich und Frau Chillig ist nicht pünktlich. Oh Mann, das schreibe ich in mein Tagebuch, wenn ich eins hätte. Julian, du gehst jetzt aber nicht ins Lehrerzimmer und fragst nach ihr, oder? Vielleicht ist sie nicht da, weil ich habe die Hausaufgaben heute nicht gemacht. Das wäre ziemlich gut, wenn sie nicht da wäre. Julian, sei doch froh, dass du pünktlich bist. Und du solltest dich lieber anstrengen, nicht aufzufallen, sonst gibt's wieder Ärger. Guten Morgen, Kinder. Hallo. Oh, Frau Chillig ist ziemlich gut gelaunt. Das war in letzter Zeit nicht immer so. Hm, schön. Also, Kinder, es gibt heute eine ganz besondere Stunde. Eine Überraschung habe ich für euch. Oh, ich weiß, was die Überraschung ist. Wir haben jetzt schulfrei den ganzen Tag. Ab nach Hause. Danke, Frau Chillig. Sie sind echt die Beste.
Nein, Julian, heute gibt's keinen unterrichtsfrei. Wir bekommen heute Besuch. Wer kommt denn zu Besuch? Da bin ich ja total gespannt. Wer könnte es sein? Vielleicht die Bürgermeisterin oder vielleicht ein Clown? Es ist eine gute Freundin von mir, die arbeitet im Zoo und die bringt euch was mit. Das gefällt euch sicherlich, ganz bestimmt. Ich werde sie mal eben holen gehen. Sie wartet nämlich vor der Tür. Eine Freundin aus dem Zoo? Da gibt's immer so leckeres Popcorn. Oh ja, das wäre cool, wenn sie das mitbringen könnte. So, Lulu und Lala, jetzt geht's ab in die Klasse, aber benehmt euch gut. Habt ihr das verstanden? Hallo Kinder, ich bin Rebecca und das sind Lulu und Lala. Oh wow, also mit diesen Gästen habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich stelle mich direkt vor, ich bin ja der Klassensprecher. Herzlich willkommen, ihr beiden. Mein Name ist Julian Vogel und wir freuen uns echt, dass ihr hier bei uns in der Klasse seid. Ihr könnt auch länger bleiben, wenn ihr wollt. Oh, ja, hallo, High Five. Will er High Five machen? Komm, Lulu, lass den Jungen mal in Ruhe. Oh Mann, Julian und dieser Affe. Best Friends, passt ja total gut zusammen. Hey, nein, ich habe viel gegessen. Du schaust mich, ey, will er mich hochheben? Ach je, das ist ja echt lustig. Da wird selbst der Julian mal aus seinem Konzept gebracht. Hey, aber normalerweise ist das mein Platz. Frau Chinnis, passt das so? Das ist doch normalerweise meiner hier. Ich find's richtig cool. Jetzt darf ich neben dem Affen sitzen. Wow, das wollte ich schon immer mal. Nee, komm du mal hierher. Mach mal den Platz da frei für den Jungen. Und ich dachte immer, ich hätte es mit den Schülern nicht leicht, aber wenn jetzt noch Schimpansen hier bei uns in der Klasse sind, die machen es nicht gerade einfacher. Hey, du bist doch jetzt nicht sauer, oder? So war das nicht gemeint. Wir können trotzdem beste Freunde werden. Also, wie wär's denn, wenn wir gemeinsam einen Sitzkreis machen und gemeinsam über die Affen sprechen, hm? Ja, das können wir sehr gerne machen. Und ihr Kinder, ihr könnt mir ganz viele Fragen stellen. Ich weiß sehr viel über Affen. Ich arbeite ja im Affengehege. Oh, hier, ich hätte eine Frage. Julian, also, die sind uns ja jetzt hier besuchen gekommen. Wie wär's, wenn wir die mal besuchen im Affengehege? Wäre das in Ordnung? Und ich habe auch eine Frage. Sind das eigentlich Zwillinge oder Brüder oder sind das nur Freunde? Immer mit der Ruhe, Kinder. Wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Platz für den Sitzkreis. Kommt, alle mit anpacken. Also gut, jetzt wo wir alle sitzen, kann es ja endlich losgehen. Wer von euch hat denn schon mal so einen Affen im Zoo gesehen oder vielleicht sogar in freier Wildbahn? Hier sind also die beiden, wo sind die denn auf einmal hin? Die saßen doch eben gerade noch. Hey, ihr beiden, kommt mal da runter. Ihr könnt doch nicht hier in den Regalen rumklettern. Hallo. Lulu, Lala, kommt ihr bitte sofort da runter? Ich hab euch doch gesagt, ihr sollt euch hier benehmen in der Schule. Ich würde gerne diesen Fall hier übernehmen. Also ich bin Klassensprecher und ich kann auch gut klettern. Na los, kommt schon, kommt runter. Oder muss ich da hochklettern? Hey, ihr da. Julian, jetzt komm sofort da runter. Ich möchte nicht, dass du dich verletzt. Nachher müssen wir noch wegen dir einen Krankenwagen rufen. Das muss nicht sein. Oh, Frau Chillig, aber Sie wissen ganz genau, also dass ich beim Klettern ziemlich gut dabei bin. Haben Sie nicht das Wildcamp geschaut? Mensch, Julian. Oh, was ist denn jetzt mit mir los? Puh. Anna, ist alles in Ordnung bei dir? Willst du dich vielleicht kurz setzen? Ist irgendwas mit deinem Kind oder so? Keine Ahnung, vielleicht kommt jetzt das Kind. Ich weiß es nicht. Geht's jetzt schon los? Julian, jetzt kannst du dich wirklich nützlich machen. Kannst du bitte ins Sekretariat gehen und Herrn Schillig holen, bitte? Bitte, wirklich, schnell. Mach ich. Ich bin auch der Schnellste. Ich bin nicht so super am Klettern. Ja, ist ja okay, ich beeil mich. Anna, ich würde dich ja gerne ins Krankenhaus bringen, aber ich glaube, ich kann die Affen jetzt nicht alleine lassen. Willst du dich vielleicht erstmal setzen oder so? Frau Schillig, ich habe da mal eine Frage. Bekommen Sie jetzt Ihr Kind hier in der Schule? Oh, bist du Lulu oder Lala? Naja, eigentlich könntest du auch Julian sein. Haha. Also, dass ich mein Kind hier in der Schule bekomme, das hoffe ich nicht. Ich hoffe, das wird alles noch rechtzeitig ins Krankenhaus. Ich weiß es nicht. Hoffentlich kommt Max gleich. Herr Chillig, hallo, Herr Chillig. Herr Chillig, wo ist der denn? Oh, ich muss jetzt Herrn Chillig finden. Frau Chillig hat mir die Aufgabe gegeben und ich werde es diesmal erledigen, zu 100%. Hallo, Herr Chillig, sind Sie jetzt etwa hier auf Toilette oder wie? Hallo, wir haben keine Zeit. Kinder, ganz ruhig bleiben. Oh Mann, so hätte ich mir das jetzt aber heute hier nicht vorgestellt. Also, Lulu, Lala, lass das. Ach, das gibt es doch nicht. Wo habt ihr denn jetzt den Atlas her? Also hier ist ja totales Chaos heute. Ziemlich aufregend heute. Lulu und Lala, ich hab euch doch gesagt, ihr sollt den Atlas in Ruhe lassen. Lass ihn los. Kann mir vielleicht irgendjemand helfen, wirklich? Aber natürlich, Frau Chillig, wir helfen Ihnen. Aber wie sollen wir Ihnen denn helfen? Also, wie man ein Kind zur Welt bringt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich werde jetzt einfach einen Krankenwagen rufen. Anscheinend kommt Herr Chillig nicht. Vielleicht ist er irgendwie außer Haus oder so. Ja, genau, in der Grundschule. Genau, eine Lehrerin bekommt ein Kind. Hallo, Lulu, Lala, lass dir das. Ja, genau, in einem Klassenraum. Ja, oh, ich bin total überfordert. Genau, Grundschule Playmobil City. Eine Lehrerin. Oh, das kann doch nicht sein. Der Herr Chillig ist hier nirgendwo in der Schule. Weder auf Toilette, noch in einem anderen Klassenzimmer, noch in seinem Büro. Jetzt muss ich mit Lehrernetten zurück ins Klassenzimmer. Das gibt Ärger von Frau Chillig. Frau Chillig, also der Herr Chillig, der war nicht da. Oh, hey, grüß dich. Na, du hast schon auf mich gewartet. Ja, ich freue mich auch. Was soll das denn bitte heißen? Herr Chillig ist nicht da. Wo ist er denn? Ich brauche ihn jetzt. Hei. Also nicht nur die Schüler dürfen mal draußen Unterricht machen. Ich meine, ich darf ja auch bei diesem schönen Wetter auch mal draußen arbeiten. Nein. Warum höre ich denn jetzt einen Krankenwagen? Den habe ich nicht gerufen bei uns hier auf dem Schulhof.
Grundschule, Playmobil City, haben die gesagt. Also hier muss das irgendwo sein, in einem Klassenraum oder so. Hallo, ich bin der Schuldirektor. Ist irgendwas passiert? Wer hat Sie denn gerufen? Ach, guten Tag, Sie sind der Schuldirektor. Ja, hier wohl, ist wohl irgendeine Lehrerin, die ein Kind bekommt oder so. Wie bitte? Wer ist denn? Meine Frau ist schwanger. Wie? Das Kind kommt? Das hätte ich mir wirklich nie sogar erträumt, dass ich mal unseren Sohn hier in der Schule bekomme. Aber naja, was soll's. Oh, zum Glück ist alles gut gegangen und der Kleine ist wirklich munter. Der Krankenwagen sollte aber trotzdem jeden Moment kommen. Oh, ist das aufregend hier, ist das aufregend. Also das hätte ich niemals gedacht. In einer Schule und dann bekommt auch noch Anna ihr Baby. Rebecca, beruhig dich doch. Ich meine, es ist trotzdem noch alles ganz gut gegangen und ich meine, da haben wir definitiv was zu erzählen. Also ich muss schon ganz ehrlich sagen, also ich mag Mathe und so, aber das war absolut die coolste Stunde heute. Na, bitte folgen Sie mir, der Klassenraum, der ist oben. Jetzt beeilen Sie sich doch bitte, hier ist ja, es doch. Ja, wir kommen ja schon. Was ist denn hier jetzt auf einmal los? Ist denn Zirkuspause? Was machen jetzt die Affen hier? Hey, chillig, seien Sie doch nicht so unhöflich. Das ist Lulu und Lala. Also, das sind die beiden. Also, tut mir leid, wir sind doch jetzt kein Zoo hier. Wir sind eine Klasse, also. Eine Schule. Eieiei, also, wir gehen nochmal zurück in den Zoo von Playmobil City. Also, das kann doch nicht sein. Also, das ist hier ein Klassenraum und hier sollte Unterricht stattfinden. Herr Chillig, haben Sie schon wieder vergessen? Ein Kind ist unterwegs. Unterwegs? Würde ich nicht so sagen. Es ist schon längst da. Unser Sohn ist da, Max. Ich hab das schon wieder vergessen wegen dem ganzen Theater. Ja, aber natürlich, mein Sohn ist da. Anna, mein Schatz, geht's dir denn gut? Oh Gott, mein Sohn ist da. Ich hab einen Sohn bekommen. Anna, Schatz, es tut mir wirklich leid. Ich hatte einen wichtigen Termin. Ja, also war nicht draußen auf dem Spielplatz und hab da gearbeitet. Aber jetzt bin ich ja da. Jetzt ist alles gut. Ja, Max, ich meine, meine Freundin Rebecca war heute hier mit den Affen und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass es heute soweit ist, aber naja, es ist ein kleiner Überraschungsbesuch gewesen. Ach, du willst mir also auch Glückwünsche hier ausrichten? Dann komm mal her, kleiner Affe. Scheinbar ist hier alles ganz gut gegangen, aber kommen Sie doch mit ins Krankenhaus, dann untersuchen wir Sie nochmal. Ja, ich glaube, das wäre wohl besser, dann ab ins Krankenhaus. Und meine liebe Klasse, ihr habt jetzt frei, aber ihr könnt gerne einen Aufsatz verfassen, was heute alles so passiert ist. Oh Mann, ja, heute war wirklich ziemlich cool. Also ist es einmal, waren die Affen da und dann hat Frau Chillig ihr Kind bekommen. Also, was war denn cooler? Kinder, kann ich hier mal einmal bitte durch? Hallo, hier ist ein neugeborenes Kind. Eine Frage, also habt ihr schon einen Namen für das Kind? Also, ist ja ein Junge, also wie wär's mit Julian oder, ja, ist ja okay, Lulu. Oder Lulu, hat er gerade gesagt. Nein, Julian, Lulu oder Lala wird unser Kind ganz bestimmt nicht heißen. Was wäre denn ein cooler Name? Habt ihr vielleicht Ideen, Leute? Schreibt's gerne in die Kommentare. Tschüss, wir haben jetzt frei. So, ihr beiden, ich glaube, es ist jetzt Bettgehzeit für euch. Julian, der schläft bei Steve und Papa ist noch bei der Arbeit. Aber für euch zwei heißt es jetzt, Äuglein zumachen. Mama, wir gucken hier noch was. Ja. Das ist spannend. Okay, dann verpasst ihr wohl die Gute-Nacht-Geschichte, die ich euch erzählen wollte. Gute-Nacht-Geschichte? Okay, ich will doch kein Fernsehen mehr gucken. Ich will die Geschichte hören. Oh, na gut, dann mache ich den Fernseher aus. So eine schöne Gute-Nacht-Geschichte. Na gut, da bin ich dabei. Okay, ihr beiden, was für eine Geschichte möchtet ihr denn hören? Ach, das kann Emma sich aussuchen. Ich will auf jeden Fall was mit Prinzessinnen. Okay, ich überleg mal. Ich glaube, da habe ich was Gutes auf Lager. Es war einmal eine schöne Prinzessin und die lebte in einem wunderschönen Königreich auf einem Turm. Oh, ist das hier schön. Ich habe so eine herrliche Aussicht auf meinen Garten und mein Königreich. Ich kann alles sehen, bis zum Waldrand. Und hier habe ich die schönsten Kleider der ganzen Welt. Oh Mann, ich bin sowas von happy. Hallo Prinzessin, also ich wollte durch den Wald durchreiten ins andere Königreich. Wollen Sie mitkommen? Mitkommen? Was ist denn das für eine Frage? Ich verlasse niemals mein Königreich. Das ist der schönste Ort auf diesem Planeten. Sie sind lustig. Sie haben doch noch nie das Königreich verlassen. Naja, dann bis später. Das Königreich verlassen? Hm? Ach, das brauche ich doch gar nicht. Ich habe hier alles, was ich brauche. Prinzessin? Prinzessin, wo sind Sie? Oh, jetzt habe ich mich gerade hier ausgeruht und mich hingelegt und jetzt ruft mich schon wieder jemand. Prinzessin? Ja, ich komme. Ich muss nur noch die 3000 Treppenstufen bewältigen. Mann, ich bin ja schon da. Was gibt's? Sie veranstalten doch bald hier diesen Ball. Wollen Sie nicht mit in die Stadt kommen und sich ein schönes neues Kleid aussuchen und schneidern lassen? Ich verstehe überhaupt nicht, warum alle mich davon überzeugen wollen, mein Königreich zu verlassen. Nein, ich bleibe hier. Ich gehe nirgendwo hin. Wir machen das so. Ich gebe Ihnen Geld mit und dann können Sie mir ein Kleid mitbringen. Sie kennen ja meinen Geschmack. Na gut, ja, das kann ich gerne machen. Aber es wäre doch bestimmt mal interessant für Sie, in der Stadt zu sein. Oh, endlich habe ich meine Ruhe. Mann, oh Mann, so viele Besuche. Also, die Prinzessin hat noch niemals ihr Königreich verlassen, weil sie meinte, es sei der schönste Ort auf diesem Planeten. Mama, erzähl schon weiter. Und, verlässt sie ihr Königreich noch? Also, ich kann die Prinzessin total verstehen. Wenn es da so schön ist, dann würde ich auch da bleiben. Warum soll ich woanders hingehen? Naja, also eines Tages passiert was Sonderbares, wirklich.
Was sind denn das für komische Geräusche? Oh, wer bist du denn? Was bist du denn für eine riesengroße Echse? Hau ab, du bist hier nicht willkommen. Das war natürlich keine Echse. Es war ein riesengroßer Drachen und der entführte die Prinzessin. Hilfe! Der Drache, der flog mit ihr über alle anderen Königreiche. Und so wie es schien, gefiel es der Prinzessin, alle möglichen Orte zu erkunden. Wow, hier war ich ja noch nie. Was ist denn das für ein Schloss? Wow, das ist ja noch viel größer als mein eigenes Schloss. Und was ist das? Das ist ja so ein Wasser, was niemals endet. Ist das ein Meer? Das ist sowas von aufregend. Ich konnte dir nicht genug danken, lieber Drache, dass du mich mitgenommen hast. Und so wurden die beiden beste Freunde. Die Prinzessin und der Drache, die erkundeten gemeinsam die ganze Welt. Ich kann's kaum erwarten, noch mehr tolle Orte mit dir zu entdecken. Oh Mann! Na gut, ihr beiden, das war die Geschichte. Oh, ich glaube, das Ende habe ich nicht mehr mitbekommen. Ich gehe mal ins Bett. Also ich fand's total spannend. Mir hat's richtig gut gefallen. Ich bin jetzt total aufgekratzt. Emma, ich glaube, du solltest ins Bett gehen lieber. Ich bin auch wie so eine Prinzessin. Vielleicht entführt mich ja auch bald ein Drache, aber nun lieber. Und dann will ich auch ganz weit fliegen über ganz viele Königreiche. Das wäre toll. Jetzt bin ich aber auch ganz schön müde. Manchmal ist es wirklich anstrengend, sich so eine Geschichte überhaupt auszudenken. Da war doch ein Geräusch. Wo kam das her? Vielleicht kommt ja der Drache mich abholen, um mit ihm zu verreisen. Ja, du bist kein echter Drache. Du bist auch viel zu klein. Ich kann überhaupt nicht auf dir fliegen. Aber ich kann irgendwas hören. Wo kommt das denn her? Seltsame Geräusche sind das. Vielleicht kommt das ja von Julian. Aber der ist doch gar nicht zu Hause. Also ich muss der Sache auf jeden Fall auf den Grund gehen. Sowas habe ich noch nie gehört. Ich muss wirklich mal schauen, wo das herkommt. Oh, was sind das denn für Geräusche? Mann, wer ist das? Pia, warst du das? Nee, du warst das nicht. Hast du es denn auch gehört? Oder habe ich das nur geträumt? Oh, ich werde mal vorsichtig gucken. Vielleicht kommt das von unten? Hanna, warst du das etwa? Was machst du hier im Dunkeln? Es ist mitten in der Nacht. Emma, was soll ich denn sagen? Es ist mitten in der Nacht, genau. Was machst du denn hier? Ich habe komische Geräusche gehört. Ich auch, aber ich glaube, das kommt von unten. Stell dir vor, vielleicht sind es Einbrecher oder so. Lass uns lieber hier oben bleiben. Ach Quatsch, jetzt sei kein Angsthase. Komm schon, Hanna, wir gucken. Oh, na gut, ja, wenn du runtergehst, ich komm schon mit, wart auf mich. Ich glaube, das kommt hier unten, ja. Hier vom Pool. Was ist das denn? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Also mein Drache ist das nicht. Das ist nur ein ganz kleines Tier. Aber was für eins ist das denn bitte? Ach herrje, das ist ein Vogel. Guck mal, Emma. Aber der Arme, der hat sich an Plastik verheddert. Aber warum hat er denn da sowas? Findet er das schön? Ist das ein extra Anzug für Tauben oder so? Nein, Emma, der findet das nicht schön. Der hat sich einfach daran verheddert. Vielleicht war er irgendwie am Wasser oder so und wollte trinken. Und ist einfach daran hängen geblieben. Der Arme. Wir müssen ihm auf jeden Fall helfen. Wir müssen ihn da freischneiden oder so. Es kommt davon, weil immer überall Plastik rumliegt. Hey, du kleiner Piepmatz. Hier, ich bin auch ein Vogel. Hab keine Angst. Hanna holt eine Schere. Oh Mann, der Arme, der muss unglaublich viel Angst haben. Und wenn ich jetzt auch noch mit so einer großen Schere komme? Aber wir müssen ihn ja befreien. So kann er nicht mehr fliegen. Was höre ich denn da? Das sind doch irgendwelche Geräusche hier im Haus. Kommt es hier bei Emma aus dem Zimmer? Emma ist gar nicht da, aber es ist doch mitten in der Nacht. Und Hanna, die ist ja auch nicht da. Wo stecken die beiden denn nur? Mitten in der Nacht sind die Kinder wach und ich höre Geräusche unten. Was ist denn da los? Ganz ruhig, nicht wir bewegen. Wir werden dich jetzt freischneiden, ganz vorsichtig ja, sein. Ja, dann kannst du fliegen. Kinder, was ist denn hier los? Was macht ihr denn so spät hier in der Nacht? Mama, ich dachte, der Drache aus der Geschichte wäre da. Aber jetzt ist hier jemand ganz anderes angekommen. Ach je, was ist das denn? Hanna, was machst du denn da? Mama, ich befreie den Vogel. Der hatte sich total verheddert und er konnte nicht mehr weiterfliegen und hat die ganze Zeit laut gepiept. Ja, Hanna und ich sind Tierretter, auch in der Nacht. Wir schlafen nie, wir sind allzeit bereit. Eigentlich wollte ich mit euch schimpfen, aber ich meine, so ein armes kleines Vöglein, was sich hier verheddert hat. Das ist natürlich verständlich, dass ihr da helfen müsst. Zum Glück ist der Vogel nicht verletzt und jetzt kann er wieder losfliegen. Los, flieg schon! Tschüss, Taube! Tschüss, kleine Taube, bis bald! Und dieses Ding, das schmeißen wir weg, das ist doch wohl ein Getränkedosenhalter oder sowas. Also sowas sollte man am besten nirgendwo liegen lassen. Nachher verfangen sich da wirklich Tiere, wie wir gesehen haben. Das kommt jetzt direkt in den Müll. Also ihr beiden, ihr wisst Bescheid. Müll dürfen wir niemals irgendwo hinwerfen, auch nicht in die Natur. Nachher passiert dann sowas. Na gut, so ein riesiger Drache war es nicht wie in der Geschichte, aber trotzdem war es ein Vöglein, was mir was beigebracht hat.
Also ihr beiden jetzt aber wieder zurück ins Bett. Es ist wirklich spät. Es ist mitten in der Nacht. Seid ihr gar nicht müde? Oh doch, ich bin sowas von müde. Gute Nacht. Ich bin auch total müde, aber das war total aufregend. Der arme Vogel. Also wirklich gut, dass ihr das bemerkt habt. Aber jetzt ist Schlafenszeit. Gute Nacht. Hallo, Claudia Vogel am Apparat? Polizei? Wie, was? Zeugen hätten gesehen, wie ein Kind von uns rote Haare auf eine Hauswand gekritzelt hat? Och, ich kann mir sofort denken, wer das gewesen ist. Julian? Julian! Claudia, Schatz, was ist denn los? Julian ist oben mit seinem Freund Steve. Ist irgendwas? Ja, und ob was ist? Julian hat auf irgendeiner Hauswand was gemalt. Die Polizei hat mich gerade angerufen. Oh. Ei. Vielleicht ist es wieder ein Graffiti wie bei uns damals an der Hauswand. Aber bist du dir sicher, dass das Julian war? Ich weiß nicht. Vielleicht war es ja doch jemand anderes. Du machst doch wohl Witze. Wer soll das sonst gewesen sein? Die Leute haben jemanden mit roten Haaren gesehen. Julian, natürlich Julian. Hey Julian, also hast du eigentlich den neuen Frozen-Trailer gesehen? Also, das sah richtig gut aus. Frozen 2, ich freue mich so. Ich glaube, den gucke ich mir mit Ines an. Steve, ist das dein Ernst? Frozen mit Elsa und Anna? Nein, danke. Ich gucke mir lieber Toy Story 4 an. Julian Vogel, wie konntest du das nur machen? Frau Vogel, ist doch nicht schlimm. Toy Story 4 ist ein guter Film. Soll er ruhig da rein? Ich meine, er hat es ja noch nicht gemacht. Aber keine Sorge, wir gehen dann zusammen da rein. Steve, darum geht's doch überhaupt nicht. Ach ja, okidoki. Julian, kann ich mal mit dir bitte unter vier Augen reden? Wirklich, jetzt. Mama, ist doch nicht so schlimm, dass Steve hier mit meinem Skateboard in meinem Zimmer fahren möchte. Ich meine, er ist zu Gast und bitte jetzt nicht schimpfen. Julian, darum geht's überhaupt nicht. Ich habe gerade einen Anruf von der Polizei bekommen. Du weißt wohl, was du gemacht hast, oder? Was? Nur weil ich einmal die Hausaufgaben vergessen habe, ruft jetzt die Polizei an? Du hast deine Hausaufgaben vergessen? Aber nein. Das ist es auch nicht. Nein, dann habe ich sie nicht vergessen. Um was geht's denn erinnerst dann? Hast du dich zufällig an eine Hauswand, die du bekritzelt hast? Nein. Graffiti, Vandalismus, Sachbeschädigung? Nein, das habe ich nicht gemacht. Du kannst Steve fragen. Ich war die letzten Tage nur mit Steve unterwegs. Steve? Julian soll was gemalt haben? Der kann doch gar nicht malen. Nein, der würde nur was niemals machen. Hey, natürlich kann ich malen. Ich bin ein Künstler, aber darum geht's gerade nicht. Mama, ich habe wirklich nichts gemacht. Warum sollte ich denn sowas machen? Wer sagt das denn? Es gibt Zeugen, die haben dich da wohl gesehen. Du seist hier in unser Haus gegangen. Mit roten Haaren. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Mama, kann ich ganz kurz mal mit dir reden? Ich muss dir was erzählen. Emma, jetzt nicht. Ich muss gerade mit Julian schimpfen. Oh, dann komme ich gerade zur rechten Zeit. Ich bleib hier. Ich höre mir das Ganze an. Das ist bestimmt witzig. Julian, wie kannst du auf eine fremde Hauswand was kritzeln? Ich meine, reicht es nicht, wenn du das bei uns machst mit deinem Namen? Und was hast du überhaupt dran geschrieben an das Haus? Oh, das war ich, Mama, das war ich. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob man das auch darf. Ich war mir nicht sicher. Hast du das gehört? Das war Emma, das war nicht ich. Bitte was? Emma, du warst das? Das hätte ich von dir nicht erwartet. Ich dachte, Julian sei das gewesen. Was? Nein, ich hab das gemacht und das war ein Einhorn. Ich hab mir ganz viel Mühe gegeben. Ich hab das gemacht gestern, als ich mit Malik von der Kita gekommen bin. Ach, herrje, Julian, ich glaube, ich muss mich erstmal bei dir entschuldigen. Tut mir leid, dass ich dich direkt verdächtigt habe. Ja, eine Entschuldigung ist jetzt aber auch hier bitter nötig. Ich meine, was denkst du denn, dass ich das eher machen würde und nicht Emma? Oh, wobei, da kommt mir ein Gedanke. Weißt du was? Wir können ja mal euer Wissen prüfen, also deins und Papas und Hannas. Wer würde denn eher was machen? Oh, Steve, ich habe eine Idee für eine super neue Show. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Steve. Ihr häufiger Gastgeber in der Show Wer würde er mit Julian und Emma. Und das sind unsere Kandidaten. Wir haben einmal Mama Vogel. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Dann die Schwester Hanna Vogel. Leute, was geht's denn jetzt hier eigentlich? Ich wollte eigentlich meine Hausaufgaben machen. Und dann haben wir Papa Vogel. Kann ich auch meine Eltern grüßen? Hanna, ich erkläre es dir ganz einfach. Heute geht es um Wer würde er mit Julian und Emma. Ich werde euch jetzt ein paar Fragen stellen und ihr müsst einfach die Namensschilder hochhalten. Ja, und damit prüfen wir, wer uns hier besser kennt, also Emma und mich von der Familie. Also ich glaube ja, dass Mama mich am besten kennt, ja. Die anderen, die kennt mich überhaupt nicht. So, dann kommen wir doch direkt zur ersten Frage. Wer würde denn eher in einer Minecraft-Welt leben, hä? Also bitte, Steve, das ist ja sowas von einfach. Minecraft, das habe ich schon mal gehört. Was war denn das nochmal? Ach ja, ich weiß. Oh Mann, also das weiß ich sofort, da muss ich nicht lange überlegen. Ganz Julian. Klar, Julian. Emma. Emma? Schatz, Emma? Mama, aber also in so einer Minecraft-Welt, da will ich doch nicht leben. Nein. Oh Mann, Mama, ist das dein Ernst? Ich zocke doch Minecraft fast jeden Tag mit Roblox und so. Wie, Emma? Also du kennst mich gar nicht. Moment mal, ist Minecraft nicht die Stadt, wo Peppa Wutz lebt mit ihrer Familie? Ich dachte, die lebt da. Naja, also ich glaube, Hanna und Papa Vogel waren mit ihrer Vermutung ganz, ganz richtig. Also ich glaube auch, dass Julian eher in einer Minecraft-Welt leben würde, oder? Also würde hier jetzt Martin stehen, dann würde ich auch Martin wählen, weil ich meine, ich würde auch gerne in einer Minecraft-Welt leben. Ach,
Julian, das tut mir leid. Ich kenne halt nicht die ganzen Spiele, die du spielst. Und da habe ich dich eben verwechselt. Ja, ja, bla bla blub. Kommen wir zur nächsten Frage. Oh Mann, Mama, also du sollst dich ein bisschen ins Zeug legen. Nun gut, dann kommen wir zur zweiten Frage. Wer würde eher ein Einhorn sein? Na, das steht ja sowas von fest. Ja, aber ich bin doch das Einhorn der Familie. Ja, das meine ich doch. Emma, ganz klar. Ganz klar, Emma. Julian! Wie bitte? Also das musst du uns gleich mal erläutern, weil das will ich dann gerne in der Schule erzählen. Tja, was ihr nicht wisst, Julian, der spielt auf Roblox immer den Einhorn-Simulator. Soll keiner wissen, aber ich weiß das. Ey, das war ein Geheimnis unter Geschwistern. Oder soll ich jetzt... Oh Mann! Julian, das wusste ich ja noch gar nicht von dir. Dass du auch ein Einhorn sein willst, können wir ja zusammen machen. Dann sind wir beide eins. Cool. Julian, das ist ja süß. Also ich habe auch gesehen, es gibt so einen Einteiler, wo man sich als Einhorn verkleiden kann. Als Pyjama. Soll ich euch welche holen? Nein, das kommt nicht in Frage. Und Steve, stellst du jetzt bitte ein bisschen vernünftige Fragen hier? Nun gut, dann kommen wir zu einer, eher meiner Meinung nach, zu einer eindeutigen Frage. Wer würde eher nie wieder mit einem Tablet spielen? Na ganz klar. Emma, auf jeden Fall. Na endlich, es geht doch. Natürlich, also ich könnte auf das Tablet niemals verzichten. Also ich schon, aber dann würde ich mir einfach ein anderes Tablet holen. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Siehst du, Julian, ich kenne dich halt, auch wenn das jetzt eine eindeutige Frage war, aber naja. Alles klar, dann kommen wir doch zur nächsten Frage. Wer würde eher von zu Hause abhauen? Das ist aber keine schöne Frage. Also ich wünsche mir jetzt, Mama, dass kein Kind von zu Hause abhaut. Weder meins noch ein anderes Kind. Oh Mama, das ist ein Spiel, das ist eine Show, eine Challenge. Und du solltest jetzt eine richtige Antwort geben, dann kannst du ja deine Antwort geben. Na gut, dann sage ich Julian. Ich sag auch Julian. Und ich sage Emma. Was? Aber ich würde nie von zu Hause abhauen. Ich habe Bescheid gesagt letztens, als ich mit Malik Bus fahren wollte. Ich glaube auch. Also ich glaube eher Julian. Ich meine, er ist ja auch schon von zu Hause abgehauen, oder junger Mann? Ja, aber nur weil ihr mich aufgeregt habt und ich bin auch wieder direkt nach Hause gekommen. Ja, ich mach das nicht mehr. Aber okay, ein bisschen kennt ihr mich vielleicht. Na gut, dann kommen wir doch zum Zwischenfazit. Na, was sagt ihr? Kennt ihr eure Kinder oder nicht? Also ich finde schon. Ich meine, okay, ich habe mich ein bisschen vertan mit Minecraft, aber... Naja, ansonsten kenne ich Julian doch ganz gut. Naja, außer das mit der Polizei. Naja, aber ich bin deine Mutter, Julian. Naja, also ich weiß ja nicht. Die Frage mit Minecraft, die war ja ziemlich offensichtlich. Na egal, dann machen wir weiter. So, wer würde denn eher sein Leben lang auf Schokolade verzichten? Oh, das ist echt schwierig. Die beiden lieben Süßigkeiten. Echt schwierig. Naja, Schokolade? Ich weiß ja nicht, also wenn ich auf Chips verzichten müsste, oh, das wäre brutal. Ich sag dir, Steve, wenn die das jetzt falsch beantworten, dann gibt's richtig Ärger von mir. Die wissen ganz genau, wie sehr ich Schokolade und Kakao liebe. Na dann sollte die Antwort ja klar sein. So, Namensschilder hoch. Ich sag Julian. Julian, ich auch. Oh, damit habe ich echt nicht gerechnet. Gute Antwort. Ich glaube auch, dass ich eher auf Schokolade verzichten könnte, aber keine Chips. Siehst du, Julian, ich kenne dich halt. Können wir das Spiel jetzt endlich beenden? Ich habe eigentlich noch was anderes zu tun. Nein, das kommt nicht in Frage. Wir machen noch ein paar Fragen. Steve, es geht weiter. Alles klar, dann kommen wir zu einer etwas außergewöhnlichen Frage. Wer würde eher bei McDonald's Spaghetti bestellen? Wie? Bei McDonald's gibt's keine Spaghettis? Das ist echt schwierig, aber ich traue es eigentlich beiden zu, dass die Spaghetti bestellen. Also ich wünsche mir, dass die gar nichts bei McDonald's bestellen. Können die nicht gesund leben? Boah, da gibt's ja auch Salat. Ach, keine Ahnung, kein McDonald's. Spaghetti bei McDonald's? Das habe ich schon mal gehört. Ja, und wenn nicht, wäre das eine richtig coole Idee, weil dann könnte man Spaghetti und Cheeseburger und danach Eis und Pommes. Yes. Oh, lecker. Oh Mann, das hatten wir ja noch nie. Also, seid euch sicher. Ganz eindeutig, ich traue das beiden zu. Ja, bei mir auch, also Julian und Emma. Ha, stimmt ja, sogar. Ich würde es auf jeden Fall machen mit den Spaghetti. Weißt du was, ich werde es sogar versuchen. Ja, dann können wir ja fragen, ob Spaghetti Bolognese gibt. Ja, stimmt. Vielleicht sollten wir mal alle zu McDonald's gehen und nach Spaghetti fragen. Oder, Leute? Oh, Backe, wie soll ich das nur schaffen? Ich kann mein Zimmer nicht aufräumen, ich krieg das nicht hin. Oh Mann, ich bin total überfordert. Vielleicht kann Julia mir dabei helfen, der hat da schon viel Erfahrung drin. Und wenn ich nicht aufräume, dann kann ich mich nicht verabreden. Du Julian, sag mal, kannst du mir helfen bei was? Was kann ich denn für dich tun? Ich wollte fragen, ob du mit mir mein Zimmer aufräumst. Ich verspreche dir hoch und heilig, dass ich dich nie wieder verpetzen werde, wenn du was Schlimmes gemacht hast, okay? Ach so, wenn ich dir jetzt helfe, also du weißt schon, dass das eigentlich schon unter Geschwistern normal ist, dass man sich nicht gegenseitig verpetzt, aber nun gut, ich hab's ja zwischendurch auch gemacht. Ja, aber was anderes kann ich dir nicht anbieten, ich hab kein Geld oder so. Na gut, okay, du hast aber ziemlich Glück heute, weil normalerweise wäre das Wildcamp, aber Philipp ist wohl heute krank und das ist jetzt auf morgen verschoben worden. Na gut, dann komm, lass uns anpacken. Ach, es ist so herrlich ruhig. Hannah ist bei Pia, Julian und Emma spielen, glaube ich, oben und ich kann mich endlich meiner Serie widmen. Und da klingelt natürlich das Telefon und Schluss mit der Ruhe. Claudia Vogel, hallo? Ach Mama, du bist's.
Na, was gibt's? Du musst zur Kur? Warum denn, bist du krank? Okay, zur Erholung. Aha. Wie, du suchst eine neue Bleibe für Opa? Aber der kann doch zu Hause bleiben. Verstehe ich nicht. Oh, Julian, vielen, vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Oh Mann, ich glaube, jetzt ist es auch auf jeden Fall sicher, dass ich mit Malik weg kann. Kein Problem, dafür sind doch große Brüder da, also manchmal. Und mein Motto ist, also wenn es aus den Augen ist, dann ist es aus dem Sinn und so kann man dann schön aufräumen. Alles klar, das merke ich mir. Ich packe schon mal meine Sachen fürs Freibad. Das wird richtig cool. So, dann will ich doch mal schauen, was Emma so macht. Eigentlich sollte sie ja ihr Zimmer aufräumen. Wehe, sie ist jetzt irgendwie mit Julian am Zocken. Mama, du kommst gerade richtig. Hier, kannst du meine Tasche mit nach unten tragen? Okay, Madame, wie ich sehe, hast du die Sachen schon gepackt. Aber hast du denn auch die Bedingungen erfüllt? Zimmer aufräumen? Ja, habe ich. Du kannst Julian fragen. Alles picobello. Ja, ist wirklich so, Mama. Und ich muss jetzt in die Küche was trinken. Ich habe so einen Durst. Okay, da muss ich mich auf jeden Fall mal selbst von überzeugen. Die Kinder, die führen mich doch an der Nase rum. Emma, also ich trage jetzt auch deine Taschen runter und dann habe ich nochmal was gut bei dir. Also das nächste Mal, wenn du Taschengeld bekommst, kannst du ja vielleicht mal an den großen Bruder denken. Hm? Hallo, also ich habe an der Tür geklopft. Warum macht denn keiner auf? Ich möchte Emma abholen. Oh, das ist auch schon Malik. Es geht los ins Freibad. Hallo, Malik. Nee, ne? Wie sieht's hier denn aus? Das nennt sich doch nicht aufräumen. Emma, wir können jetzt so langsam los. Also meine Mama wartet im Auto. Okay. Und das Freibad ist bestimmt auch so ganz voll, weil es so heiß heute. Julian, kannst du das bitte übernehmen mit der Tasche? Ich kann die nicht tragen. Ist das dein Ernst? Das ist jetzt schon die dritte Sache heute. Also das wird ziemlich teuer für dich, sage ich dir. Von wegen aufräumen. Hätte ich das gewusst? Ich meine, alles unters Bett gekehrt. Wie haben die das überhaupt hingekriegt? Emma, nicht so schnell. Jetzt habe ich schon vergessen, weswegen ich unten war. Ach so, ja, ich wollte was trinken. Klar. Julian, sag mir nicht, dass Emma schon weg ist. Ist deine Schwester jetzt schon abgehauen? Ja, so sieht's aus. Die sind jetzt mit Malik weg. Also das kann jetzt wirklich nicht wahr sein. Du hast doch mit ihr aufgeräumt. Hast du dir denn mal das Zimmer angeguckt? Das ist doch nicht... Ich meine, ihr habt alles unters Bett gestellt. Mama, sieht das aus, als würde mich das interessieren? Keine Ahnung, vielleicht hat sie jetzt mehr Platz zum Spielen oder so. Mir egal. Oh, ich koche vor Wut. Sie sollte ihr Zimmer aufräumen. Hat sie nicht gemacht. Und Julian hätte es eigentlich besser wissen müssen. Hm. Hallöchen. Da ist keiner zu Hause. Hier ist der Überraschungsbesuch. Was will er denn hier? Nee, ich habe schon so eine Vermutung. Bitte nicht. Claudia, meine allerliebste Claudia, du siehst etwas überrascht aus. Na, mit mir hast du wohl nicht gerechnet, hä? Ehrlich gesagt nicht, Papa, aber ich habe schon mit Mama telefoniert. Die suchen eine Bleibe für dich, habe ich gehört. Sie fährt ja zur Kur. Naja, also, ich suche ja nicht mehr. Ich habe ja jetzt für heute was gefunden. Ich ziehe hier ein. Wie in alten Zeiten wird das? Bitte was, Papa? Das ist doch gar nicht mit mir abgesprochen. Und wo willst du denn schlafen? Also, ich bin ganz ehrlich, Freunde sieht ja normalerweise anders aus. Ich werde hier schon irgendwo ein Plätzchen finden, also bitte. Opa, ich bin einfach mega überrascht und ich wäre gerne eingeweiht worden, aber, also wir sind voll, da ist kein Platz mehr, vielleicht auf dem Sofa. Nein, 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 das kommt gar nicht in Frage, du weißt, wie das mit meinem Rücken ist, ich brauche was schön Bequemes. Oh Mann, wenn man so viel zockt, dann vergisst man ganz schnell, dass man was essen oder was trinken wollte, aber jetzt habe ich wieder Energie. Ach, Hallöchen, mein liebster Enkel, lass dich gar nicht stören, ich sehe, du zockst, aber hättest du was gegen einen Mitbewohner? Was? Mitbewohner? Nein, 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 hier gibt's keine Girls-WG oder sowas. Das möchte ich hier nicht. Oh nein, keine Girls-WG, sondern die Julian- und Opa-WG. Ja, ja, ich teste mal dein Bett. Also, Opa, also nichts gegen dich oder so. Du bist mein bester Freund. Also, der beste Freund über 60. Aber ich glaube, du bist ein bisschen schwer. Und außerdem ist das mein Bett. Naja, mir gefällt's ehrlich gesagt auch nicht so. Ich bin auch ein bisschen zu groß für dieses Bett. Naja, hat sich schon erledigt, die WG-Geschichte. Ich schau mal ein Zimmer weiter. Puh, da habe ich nochmal Glück gehabt. Also Opa, der ist ja so laut am Schnarchen, wobei, ich glaube, die Wand zwischen Emma und mir, da reicht er auch nicht. Oh, das ist ja super nett, dass ihr das so hier schon hergerichtet habt und Platz gemacht habt. Oder zieht Emma etwa aus? Die ist doch noch ein bisschen jung, finde ich. Nö, also Opa, wir haben hier ja Platz gemacht. Also ich glaube, Emma hätte nichts dagegen, dass du in ihr Zimmer möchtest. Opa, Opa, ich drücke und du musst ziehen, okay? Oh ja, ja, mein Rücken und hepp. Was ist das denn für ein Krach da oben? Ach nee, ne? Nicht, dass sie da irgendein Zimmer oder so herrichten für Opa. Opa, du kannst auf dem Sofa schlafen. Sieht doch super aus, oder Opa? Ich meine auch, also Emma braucht kein eigenes Zimmer, die kann doch hier bleiben. Ja, das sehe ich auch so. Ich meine, sie ist doch noch so klein, so süß. Da reicht es doch bestimmt noch, wenn sie bei Mama und Papa hier im Zimmer ist. Was soll das denn hier werden? Das könnt ihr beiden doch nicht einfach machen. Ich meine, wann werde ich denn mal gefragt? Also, Claudia, Schatz, das ist doch nicht für allzu lange, nur für ein paar Tage. Und schau dir dieses Lächeln an. Also, da kannst du doch nicht widerstehen. Opa, ich meine, ich weiß es nicht. Und Emma wird davon nicht begeistert sein. Kannst du nicht einfach zu Hause bleiben? Nein, nein, also deine Mutter, die Oma, die möchte das nicht. Sie meinte, ich fackel wahrscheinlich die Küche ab, was sie auch damit meint. Aber naja, komm, Julian.
Die beiden machen sich das echt ganz schön einfach. Emma wird das nicht gefallen. Ich meine, sie hat jetzt erst ihr eigenes Zimmer bekommen und jetzt wieder zurück zu Mama und Papa? Mm-mm. Und wann werden wir mal gefragt? Ich meine, hier sieht's aus und ich kann meinen Fuß nicht vor den anderen setzen. Oh, ich find's ja fabelhaft, dass der Günther, mein alter Freund, noch so viel altes Zeug im Keller hatte. Ich meine, da kann ich hier schön meinen Schlager hören jetzt. Aber Opa, eine Sache, aber bitte immer auf Zimmerlautstärke, sonst gibt's hier noch einen Nachbarstreit, okay? Ach, mein Lieber, also weißt du, wie ich hier früher abgedanzt habe, der Party? Opa, komm, ich zeig dir das mal. Ach, Opa, nein. Okay, Malik, ich fand's richtig klasse. Wir können gerne wieder ins Freibad gehen, bis bald. Hä, wo sind die denn alle? Und was hat diese Tasche hier zu suchen? Die stand hier vorher noch nicht. Verreisen wir etwa? Oh, cool, ich glaube, es geht wieder zurück auf den Bauernhof. Ich weiß das, ich hab das im Gespür. Mama? Mama? Warum sind denn meine Sachen hier? Kann mir das mal jemand erklären? Wer hat meine Sachen hierher getan? Ach, herrje, auf diesen Moment wollte ich mich eigentlich vorbereiten, aber jetzt bin ich total überfordert. Das muss Opa mit ihr regeln. Ich will das nicht. Oh, Opa, ich glaube, Emma ist da. Oh Mann, ich krieg sowas von Ärger. Ich hätte mir das denken können, Julian. Da steckst du doch dahinter. Und Opa, was soll das? Was ist mit meinen Sachen passiert? Ich habe euch nichts getan. Ach, Emma, meine Prinzessin, weg dich doch nicht auf. Sag dem Opa doch erstmal Hallo. Opa? Was ist denn, Emmalein? Bist du so schlecht gelaunt, dass du noch nicht mal dem Opa eine Umarmung geben kannst? Erstmal eine Erklärung, was das Ganze soll. Emma, mein Schatz, also der Opa, der möchte hier nur einziehen für ein paar Tage, weil die Oma, die ist jetzt auf Kur und dann bin ich ja alleine und traurig. Okay, aber warum habt ihr mich nicht vorher gefragt? Und ich meine, geht's Oma gut? Und Opa, ich will auch nicht, dass du traurig bist, aber das ist eigentlich mein Zimmer. Ja, also es bleibt ja auch dein Zimmer, aber ich wusste halt sonst nicht, wohin. Ach, Emmalein, ich hätte dich auch vorher fragen können, aber du warst eben weg, hast dich einfach aus dem Staub gemacht, ohne dein Zimmer aufzuräumen. Und die Gelegenheit hat Opa eben genutzt, um seine Sachen da reinzustellen. Ja, habe ich gesehen, aber ich meine, wie lange muss ich denn jetzt bei dir und Papa schlafen im Zimmer? Wie lange geht das? Gute Frage. Ich weiß nicht, wie lange Oma auf Kur ist. Opa, was meinst du denn? Wie lange bist du denn hier? Also ich dachte mir für eine Woche so. Aber Opa, dann musst du auch hier sauber halten alles, ne? Ach, wieso denn? Das hat immer die Oma gemacht. Wie? Das kann doch echt nicht wahr sein. Ich kann nicht dir auch noch hinterher putzen. Ich habe schon Schwierigkeiten mit Julian und Emma. Das geht nicht. Dann kannst du nur eine Nacht bleiben. Eine Nacht? Ja gut, wenn es sein muss, dann gehe ich halt zum Günther und da machen wir da ein bisschen Party. Ist mir recht, Papa. Also ich meine, das kann doch wirklich nicht wahr sein. In dem Alter kriegt das nicht hin, sein Zimmer ordentlich zu halten. Das kann ich hier nicht gebrauchen. Ach, Opa, kein Problem. Julian hat mir gezeigt, wie das richtig funktioniert mit dem Aufräumen. Kann ich dir auch beibringen? Ja, das können wir später machen. Jetzt heißt es erstmal Party. Schön laut. Oh nein, rette sich, wer kann. Opas Musik, Hilfe! Oh Mann, Julian, wir wollen nicht immer das spielen, was du spielen willst auf dem Tablet. Können wir nicht mal was anderes machen? Nö, das ist jetzt so. Oh, Julian, genau. Immer nur Obis, Obis, Obis. Können wir nicht die Barbie Traumvilla spielen? Oh Mann, Sarah, jetzt bist du aber total verrückt geworden, als ob ich hier bei Roblox irgendwas mit Barbie spiele. Mhm, ist klar. Wenn dann überhaupt Barbie entkommen. Hä, warum sollten wir denn Barbie entkommen? Ach, Julian, mach du dein Ding. Wir gehen jetzt rüber zu Hannah. Die will bestimmt was anderes mit uns spielen. Tschüss. Ja, tschüss. Dann geht doch einfach, obwohl ich euch eingeladen habe und Steve extra nicht. Ich dachte, wir spielen hier ein bisschen Roblox, aber jetzt geht doch. Dann geht aus meinem Zimmer. Ihr habt ja Zimmerverbot hier. Hm, tut mir leid, Frau Vogel, aber Sie haben einen echt komischen Sohn. Das wollte ich Ihnen immer schon mal sagen. Das ist absolut nichts Neues. Julian, was ist denn schon wieder vorgefallen? Hast du deine Freunde vergrault? Julian, das kann doch wirklich nicht so angehen. Ich meine, du hast Besuch und der flüchtet jetzt gerade aus deinem Zimmer. Hast du irgendwas angestellt? Nein, also ich habe nur gesagt, dass wir das spielen, was ich will und nicht das, was die wollen. Ich meine, zumindest, die sind ja Besuch hier bei mir und ich nicht bei denen. Julian, am besten gehst du jetzt zu deinen Freunden rüber und entschuldigst dich. So habe ich dich nicht erzogen. Oh ja, ist ja gut, ist ja gut. Immer muss ich mich entschuldigen, aber vielleicht haben die den Fehler gemacht. Der Fehler ist, dass die Barbie und sowas lieben und Puppen. Das ist der große Fehler. Julian, ich sag's dir jetzt kein zweites Mal. Geh und entschuldige dich und hör auf rumzuspinnen. Also was hat das jetzt mit einer Spinne zu tun? Ich versteh's nicht. Ich hab doch hier keine 8 Beine oder so. Na, ist ja egal. Ich entschuldige mich. Ist ja gut. Dann kann ich endlich wieder in Ruhe Roblox spielen. Ich wollte mich mal nur bei euch... Das ist jetzt nicht euer Ernst. Hey Julian, nur zur Info. Ab sofort sind Mia und Sarah meine Freunde. Die hast du jetzt abgetreten an mich. Ja, Julian, sie wollten mit Barbie spielen. Und das machen wir hier sowieso, weil du es ja nicht erlaubt hast. Oh Mann, Sarah, Mia, ist das jetzt echt euer Ernst? Ihr wollt jetzt wirklich mit denen spielen? Was ist denn mit mir? Ich hab euch doch... Bitte, kommt vorbei. Wir können auch Minecraft spielen. Macht euch doch bestimmt auch Spaß. Das kommt überhaupt nicht in Frage, Julian. Wir wollten Barbie spielen und das machen wir jetzt auch. Dann suchen wir uns eben hier neue Freunde im Hause Vogel. Ja, Julian, ganz genau. Ab sofort ist Emma meine beste Freundin und nicht mehr du. Ja, wisst ihr was? Dann ist es halt so. Ihr könnt mir gestohlen bleiben. Ich brauche euch nicht. Ich hab Steve, ich hab mein Tablet, ich hab das perfekte Leben.
ganzen Tag Barbie und Puppen, das wird doch langweilig. Roblox und Minecraft den ganzen Tag, das ist viel cooler. Oh ja, Julian, komm, geh in dein Zimmer und heul leise. Nein, wenn ich heule, dann heule ich richtig laut so. Ist mir doch egal. Mann, jetzt sind Mia und Sarah ab sofort wohl nicht meine Freunde, ist ja egal. Was macht... Mama, du hast hier was vergessen. Was macht dieses gelbe Ding hier? Also ist das... Das sieht aus wie so eine Plattform oder so. Mama! Was passiert denn, wenn ich hier drauf gehe? Ah! Oh, wo bin ich? Oh nein! So sah mein Zimmer eben nicht aus und das sieht hier alles so pink aus und so. Oh nein, ich bin doch... Bin ich jetzt ein Mädchen oder was? Aber irgendwie kommt mir das alles hier ziemlich bekannt vor. Das sieht doch... Ich kenne doch diese Figur und dieses Haus auch irgendwoher. Julian, Hilfe! Bitte befrei mich hier! Wir müssen hier rauskommen aus der Barbie-Traumvilla! Oh, ich wusste es doch! Das ist eine Barbie-Traumvilla! Ich wusste es! Ich werde dich retten! Ich habe doch gesagt, ihr sollt nicht mit Barbie spielen! Haha, ihr werdet hier nie rauskommen! Wir werden jeden Tag Barbie spielen! Was? Niemals jeden Tag Barbie? Nein, nein, wir werden entkommen! Vor Barbie! Ich werde dich retten! Keine Sorge! Ich komme... Wow, warum ist das so heiß? Julian, sei bloß vorsichtig mit diesem Boden. Da stimmt irgendwas nicht mit. Natürlich stimmt mit dem Boden irgendwas nicht. Der Boden ist Lava. Ich will nämlich, dass ihr niemals entkommt. Tja, dann schaffe ich die Barbie-Obi hier mit Leichtigkeit in echt, weil du hast ja hier so ein paar Sachen aufgebaut, wo man drauf kann. Nicht ziemlich klug. So, hier rüber springen. Das ist eine Leichtigkeit für mich. Ich habe schon so viele Obis in letzter Zeit gemacht. Auch in echt. Dann geht es hier auf die... Wow, ist das... Das ist die Barbie-Toilette und... Die stinkt. Und jetzt noch auf die riesen Couch da. Mia, ich bin gleich da. Dann sind wir hier raus aus der Obi. Oh, tap. Oh, das war mal eine sanfte Landung. Schönes Kissen. Oh, das gefällt mir bei Barbie. Aber trotzdem, wir wollen entkommen. Mia, da bin ich. Los. Am besten hier ganz schnell abhauen aus dieser Barbie-Obi. Wir müssen Barbie entkommen. Julian, ich glaube, wir müssen da auf dieses Ding. Dann kommen wir auf jeden Fall hier frei. Ach, du meinst auf diese Plattform? Aber natürlich, klar. Wenn ihr denkt, dass ihr auf dieser Plattform entkommt, dann habt ihr euch vertan. Das Spiel ist längst nicht vorbei. Oh Mann, das war's, Barbie. Wir sind entkommen. Aber warte mal, das ist aber nicht mein Zimmer oder so. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Das sieht ja aus wie eine riesige Badewanne, oder? Ja, Julian, wir sind in einer Badewanne. Das ist das Badezimmer von Barbie. Na dann wollen wir auch hier ganz schnell entkommen. Das wird auch eine Leichtigkeit. Die hat wahrscheinlich wieder keine großen Hindernisse aufgebaut. Ich spring jetzt... Oh, wo kommt denn dieser Hai auf einmal her? Tja, das ist mein Freund Bruno und er bewacht das Badezimmer. Ihr entkommt mir nicht. Ha, das denkst auch nur du. Das ist eine Obi und ich glaube, da herrschen so andere Regeln und Gesetze. Ich versuche einfach mal rüber zu springen. Vielleicht wird das so ein Supersprung wie bei Roblox. Tja, Bruno, es wird Zeit, dass ich einfach über deinen Maul springe. Okay, Julian, denk dran. Also, das kann irgendwie nicht so ganz echt sein, wenn ein Hai im Badezimmer ist. Oder doch? Ich spring jetzt einfach mal. Oh Mann! Es hat geklappt. Na, Bruno? Was ist jetzt? Mia, es klappt. Du kannst einfach überall springen. Du musst so richtig tief, also in die Hocke gehen und dann springen. So ein Supersprung und dann kannst du über Bruno springen. Der macht nichts. Der ist ganz lieb, glaube ich. Okay, Julian, aber du musst dich beeilen. Du musst die anderen auch noch befreien. Was? Welche anderen? Ich habe dich doch schon befreit. Julian, befrei uns. Hier, wir stecken hier im Aufzug fest. Schaffst du es bis hierhin? Also ich sag, Julian, der schafft das nicht. Aber nicht so laut, sonst ist er wieder mega sauer auf mich, wenn ich daran zweifle. Wie konntest du denn nur Bruno überwinden? Ich muss mir für euch irgendwas einfallen lassen. Tja, du kennst halt Julian Vogel nicht. Ich hab doch gesagt, Barbie, also mit Barbie spielen, das macht keinen Spaß. Und jetzt können sie es selbst sehen. Oh, toll, aber wie komme ich denn jetzt hier rüber? Das schaffe ich doch niemals, so einen Sprung. Und so einen Doppelsprung oder so einen Supersprung, den habe ich nicht mehr. Wobei, da unten ist ein Ventilator. Was, muss ich jetzt auf den Ventilator springen oder so? Das geht doch gar nicht. Also, der funktioniert ja noch. Und wenn wir jetzt die Luft... Oh, Julian, versteh das doch. Du musst springen und diese Luft, dieser Ventilator, der wird dann dich nach oben fliegen lassen. Ich versuch's, okay. Oh, es klappt. Und gelandet. Oh, diesmal war es aber nicht so weich. Emma, super Idee. Julian, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich trau mich das irgendwie nicht. Mia, mach dir doch keine Sorgen. Das kriegst du hin. Einfach Richtung Ventilator springen und der schleudert dich dann nach oben. Wie so ein Schleudersitz ist das. Wow, Julian, du hast recht. Wow. Na, es hat doch geklappt. So, gleich sind wir endlich weg aus dieser Barbie-Traumvilla. Julian, was ist eigentlich, wenn ich dir jetzt sage, dass ich hier gar nicht weg will? Willst du mich dann trotzdem befreien? Kommt nicht in Frage. Ich will hier keine Minute länger bleiben, als ich muss. So, wir hauen jetzt ab. Julian, endlich. Los, wir fahren mit dem Aufzug nach unten und dann hauen wir ab. Wie hat er das nur geschafft? Also, er scheint ein echter Profi zu sein, wenn es ums Entkommen geht.
So, und jetzt gibt's noch mal eine langweilige Aufzugsfahrt. Okay, jetzt habe ich was anderes erwartet bei Barbie, aber nun gut. Und dann sind wir weg. Da wäre ich mir nicht so sicher. Jetzt kommt noch die letzte Etappe. Ich habe hier noch ein paar Essenssachen von mir aufgestellt und am Ende ein Herzspiegelei. Na, das wird kein Problem sein. Los, Leute, wir müssen hier schnell weg. Da hinten ist noch eine Plattform und dann sind wir hoffentlich zu Hause. Julian, kannst du dich mal bitte beeilen? Runter das von den Eiern, hier geht's noch weiter. Ja, weißt du, wie schwer das ist? Kannst du jetzt endlich mal dieses Kuscheln sein lassen? Wir müssen jetzt weiter, hallo? Ich kuschel doch nicht hier mit den Eiern, ich muss jetzt weiter. Das ist aber ziemlich schwer. Also die Küche bei Barbie hat es echt in sich, muss ich sagen. Jetzt auf diesen Popcorn. An diesen Herzspiegeleiern werdet ihr auf gar keinen Fall vorbeikommen. Oh Mann, wir mussten schon gegen die schlimmsten Spiegeleier der Welt kämpfen, und zwar die vom Papa. Weißt du, wie schlimm die eigentlich sind? Da ist das für mich eine Leichtigkeit. So, Leute, wir müssen jetzt mal entkommen. Aha, siehst du, Barbie, ich bin entkommen. Oder kommt noch was? Oh nein, wie habt ihr das nur geschafft? Hier zu entkommen war eigentlich unmöglich. Tja, dann hättest du dich nicht mit mir anlegen sollen. Mit Julian Vogel. Julian, steh doch auf. Julian, bist du da? Aber was ist mit dir denn los? Also warum hast du auf einmal Mamas Stimme? Also das kannst du ziemlich gut. Oh, und irgendwie tut jetzt mein Kopf auf einmal weh. Oh, wo kommen denn die Kopfschmerzen her? Oh, wo bin ich? Ich bin ja noch zu Hause. Julian, als du gerade aus dem Zimmer von Hannah gehen wolltest, bist du hier über ihre Treppe gestolpert. Warst du gerade für ein paar Sekunden weg? Nein, ich glaube nicht. Ich war bei Barbie im Haus und wir wollten da entkommen. Ich habe die anderen befreit, weil Barbie, ich glaube, die wollte die nicht mehr rauslassen. Okay, ich glaube, das reicht mir. Julian, ich glaube, du warst wirklich für ein paar Sekunden weg, aber so wie es aussieht, geht's dir wieder besser. War ich wirklich weg? Also, ich dachte, das wäre echt, das hat sich so echt angefühlt, aber mein Kopf brummt ganz schön. Julian, ist alles in Ordnung bei dir oder kann man dir irgendwie helfen? Mir helfen? Nein, ich habe euch geholfen. Also ihr wolltet vom Barbie entkommen. Ihr wart bei ihr in der Traumvilla und ihr wolltet da raus und ich habe euch geholfen. Julian, das kannst du mir glauben. Wenn wir bei Barbie in der Traumvilla wären, da würden wir nie wieder rausgehen. Barbie ist so cool.